Deutschlandfunk. Dokumente und Debatten. Am 15. Oktober 2001 fand das erste Zeitforum der Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt. Heute, zum 20-jährigen Jubiläum, wollen wir zurückblicken. Doch nicht von heute auf das erste Zeitforum, sondern aus dem Jahr 2050 auf heute. Und die Zukunft beginnt mit einem Altpräsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Beginn eines Zeitforums Wissenschaft begrüßt Sie in der Regel der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften als Hausherr der BBAW. Da Herr Markschies heute auf Reisen ist, hat er mich gebeten, als Amtsvorgänger die Begrüßung zu übernehmen. Ich mache das gerne und freue mich, dass ich Sie hier erstmals seit Ende 2019 wieder auch physisch anwesend als Zuhörer in diesem Leibniz-Saal der BBAW begrüßen darf. Dem heutigen 82. Forum Wissenschaft geht eine Sonderveranstaltung voran. Zu beiden Ereignissen haben die Wochenzeitung Die Zeit und die Zeitstiftung Ebelin und Gerd Wucerius in bewährter Kooperation mit dem Deutschlandfunk und unserer Akademie eingeladen. Für die Gesamtkoordination trägt dankenswerterweise das Veranstaltungsforum der Holzbrink Publishing Group die Verantwortung. Die Podiumsdiskussion des Sonderforums am heutigen Abend hat ein ungewöhnliches und riskantes Thema. Die Diskutanten haben sich bereit erklärt, sich in das Jahr 2050 zu versetzen. Sie wollen von diesem Zeitpunkt aus beurteilen, ob und wie es der Menschheit in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts gelungen ist, die drängenden Probleme der Welt zu lösen. Natürlich kann man in einer knappen Stunde nicht auf alle derzeit wichtigen Probleme eingehen. Die Rückblicke werden sich auf die Themen Mobilität, Bildung und Klima fokussieren. Damit Sie sich die Schwierigkeit eines solchen Vorabrückblicks selbst einmal klar machen, wählen Sie einfach einmal einige analoge, aber bereits vergangene Zeitpunkte und Themen für einen solchen Rückblick aus. Überlegen Sie sich danach, was ein damaliges Podium in seinem Vorabrückblick wahrscheinlich gesagt hätte. Und vergleichen Sie dann die damaligen Vorhersagen mit dem, was tatsächlich passiert ist. Ich biete als besonders diffizile Beispiele an die fiktiven Vorabrückblicke im Jahr 1911, aus dem Jahr 1940 auf das Jahr 1911. Oder im Jahr 1921 aus dem Jahr 1950 auf das Jahr 21. Oder im Jahr 71 aus dem Jahr 2001 auf das Jahr 1971. Ich bin nahezu sicher, dass alle diese fiktiven Rückblicke für die meisten Themen, die man seinerzeit hätte auswählen können, nicht so relevant für den weiteren Verlauf der Geschichte gewesen wäre, wie man zur Zeit der Podiumsdiskussion gedacht hätte. Und vermutlich wurden in den Vorabrückblicken die tatsächlichen Entwicklungen nicht richtig erfasst oder man lag wirklich weit daneben. Umso glücklicher bin ich darüber, dass vier Personen den Mut haben, sich in ein so interessantes und gleichzeitig riskantes Fahrwasser zu begeben. Ich bewundere sie dafür. Und so begrüße ich an dieser Stelle die Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge. Professor Dr. Stefan Rambler, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Katja Urbschardt, Gründerin und hauptamtliche Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Arbeiterkind.de, Dr. Kira Finke, Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die ihn gleich vom Moderator des heutigen Abends, Ralf Krauter, Redakteur Forschung aktuell beim Deutschlandfunk, vorgestellt werden. Andreas Senker ist leider kurzfristig verhindert. Ich danke Herrn Krauter, dass er die alleinige Moderation übernimmt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin jetzt gespannt auf die Rückblicke aus dem Jahr 2050. Die Diskutierenden, ich habe mich erkundigt, werden allesamt, wenn man die durchschnittliche Lebenserwartung zugrunde legt, das Rückblicksjahr voraussichtlich noch erleben. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie in 29 Jahren die Audioaufnahme des heutigen Tages anhören und sich kritisch mit Ihrem fiktiven historischen Bericht auseinandersetzen. Wie viele der heutigen Aussagen werden sich als einigermaßen korrekt erweisen? Die Antwort würde mich interessieren, aber ich werde dann nicht mehr dabei sein. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Vergnügen.
Vielen Dank, Herr Professor Grötschel, für diese launige Einführung, die die Latte aber auch schon ganz schön hochgehängt hat für das, was wir uns heute vorgenommen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks, liebe Streaming-Zuschauer auf YouTube, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie dabei sind bei dieser Jubiläumsausgabe zum 20. Geburtstag des Zeitforums der Wissenschaft. Wir freuen uns sehr, dass wir hier auch wieder physisch präsente Zuschauer vor uns sitzen haben im Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Das war lange nicht möglich wegen Corona. Wir freuen uns über die Gastfreundschaft hier, Herr Grötschel. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns auch besonders, weil wir eben, wie gerade schon angeklungen ist, was Besonderes vorhaben. Mit wir meine ich tatsächlich auch vor allem Andreas Sendker, den Kollegen von der Zeit, der in der Planung ganz intensiv involviert war, aber heute leider nicht dabei sein kann, wie wir eben gehört haben. Wir wollen nicht zurückblicken in die Vergangenheit, sondern wir wollen aus der Zukunft zurückblicken und uns überlegen, was man daraus lernen kann. Das Ganze ist ein Experiment, das so ein bisschen dem Reverse Engineering ähnelt, mit dem Ingenieure versuchen, die Geheimnisse der Konkurrenz zu entschlüsseln. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn also zum Beispiel Apple ein neues Smartphone auf den Markt bringt, das, obwohl der Prozessor mehr Leistung liefert, eine unverschämt lange Akkulaufzeit hat, dann können Sie sicher sein, dass bei Samsung am anderen Ende des Globus irgendeiner so ein Gerät kauft, das aufschraubt, um rauszufinden, was genau die Details, die Geheimnisse sind, um sozusagen der Konkurrenz auf die Schliche zu kommen. Es geht also sozusagen darum, von einem gewünschten, definierten Endergebnis aus herzudenken und dann zu rekapitulieren, was war eigentlich notwendig, was waren die einzelnen wichtigen Schritte, die nötig waren, um dahin zu kommen. Für unsere Rückblicke aus der Zukunft heißt das, schnallen Sie sich jetzt bitte alle an, wir springen in das Jahr 2050 und stellen uns vor, wir sind in einer sehr rosigen Zukunft gelandet, das kann man so sagen. Eine rosige Zukunft, in der es der Menschheit gelungen ist, drei wirklich zentrale, drängende Probleme, die uns alle schon lange umtreiben, zu lösen. Erstens, wir haben die Erderwärmung in den Griff bekommen. Wir sind klimaneutral, das heißt, wir stoßen nicht mehr CO2 aus und keine Treibhausgase mehr, die den Planeten sozusagen aufheizen. Zweitens, wir haben die Verkehrswende geschafft. Die Mobilität ist komplett klimaneutral, kommt ganz ohne fossile Brennstoffe aus. Drittens, wir haben es geschafft, im Bildungssystem endlich Chancengerechtigkeit zu etablieren. Das heißt, der Erfolg unserer Kinder in Bildung und Beruf, der hängt erstmals überhaupt in der Geschichte der Menschheit nicht mehr davon ab, welchen sozialen Status die Eltern haben oder ob sie Migranten waren oder nicht. Wenn Sie jetzt denken, ja, ist ja alles schön und gut, aber das wird ja eh nicht passieren, ja, dann sind Sie jetzt einfach noch ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit verhaftet, denn im Jahr 2021, da dachten natürlich tatsächlich viele Leute so, die dachten, das schaffen wir nie, aber heute im Jahr 2050 wissen wir, wir haben das alles geschafft und wir haben wirklich allen Grund, stolz drauf zu sein. Und weil das so ist, haben wir heute, wie es schon anklang, drei Zeitzeugen eingeladen, die uns erklären sollen, wie wir es als Menschheit eigentlich geschafft haben, in den vergangenen 30 Jahren das Ruder bei diesen wichtigen Baustellen rumzureißen. Der Verkehrsforscher Professor Stefan Rammler wird uns erklären, wie die Wende im Verkehrssektor gelungen ist. Die Klimaforscherin Dr. Kira Finke wird uns sagen, wie wir die globalen CO2-Emissionen auf Null runtergefahren haben. Und die Bildungsforscherin Katja Urbatsch wird uns erklären, wie es kam, dass die Kinder von Arbeitern und Migranten heute genauso oft einen Uni-Abschluss machen wie die Sprösslinge von Akademikerinnen. Für den Auftakt darf ich jetzt Professor Stefan Rammler bitten, mir hier auf der Bühne Gesellschaft zu leisten. Wir wollen sprechen über die Wende im Verkehrssektor. Herr Rammler, leisten Sie mir hier gerne Gesellschaft. Ja, also damit Sie nicht rätseln müssen, ich bin dann 83 Jahre alt. Genau. Ja, und wir sehen natürlich auch die Segnungen der Altersforschung, die es ermöglicht, dass man auch in diesem dann doch recht fortgeschrittenen Alter wirklich noch aussieht, als wäre man erst um die noch nicht mal 50. Ne? Genau. Ja, danke. Professor Stefan Rammler ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Er hat Politikwissenschaften, Soziologie und Ökonomie studiert und seine Promotion bereits über das Thema geschrieben, das ihn umtreibt, Mobilität in der Moderne. 2002 kam dann die erste Berufung nach Braunschweig. 2007 wurden Sie, Herr Rammler, Gründungsdirektor des Instituts für Transportation Design und Professor für Transportation Design and Social Sciences an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Und dann der letzte entscheidende Karriereschritt, seit 2018 sind Sie wissenschaftlicher Direktor am IZT, wie schon gesagt, und beraten unter anderem auch Regierungen, die österreichische Regierung zum Beispiel, in Sachen Mobilität. Jetzt sind wir
Herr Professor Ramler, heute in dieser wahnsinnig glücklichen Situation, dass wir all diese schlimmen Bilder, die vor 30 Jahren komplett alltäglich waren, wirklich nur noch aus Dokumentationen im Fernsehen und aus Geschichtsbüchern kennen. Also diese Bilder der smogverhangenen Innenstädte mit dicker Luft durch die Abgase der Autos mit Verbrennungsmotoren, die damals durch die Straßen rollten. Dann diese Lawinen von Blechkarossen, die Pendler, die zum Teil stundenlang in die Städte fuhren, im Stau standen und dort die Luft verpesteten. Die Grenzwerte für Luftschadstoffe waren so Anfang der 2020er Jahre ja ständig überschritten. Es gab damals dann sogar heftige Diskussionen über Fahrverbote und solche Dinge. Dieselverbote standen im Raum. All das hat aber natürlich auch nur kurzfristig geholfen. Wie haben Sie heute im Rückblick diese bewegte Zeit, ja, diese fast schon düstere Zeit des Individualverkehrs so um 2020 erlebt? Naja, eine Mischung aus Frustration und Sorge. Sorge über die Konversion, über das Zusammenwirken verschiedener Megatrends, die wir gerade erleben, die wirklich sorgenvoll in die Zukunft blicken lassen. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen aufgrund der Kürze der Zeit. Frustration, weil ich der Meinung bin, dass wir damals, das Thema Mobilität als Transformationsfeld der großen Transformation in einem Land wie der Bundesrepublik viel stärker in den Mittelpunkt der Politik stellen sollten, der zukunftsorientierten Politik. Mobilität ist das zentrale Thema in der Bundesrepublik, auch in Europa. Und ich glaube, ein Green New Deal in Europa, mit einem Kernland Deutschland, im Herzen von Europa, das wäre etwas, wo man Klimakapitalismus, Exportorientierung, Wohlstandswahrung auf hoher technologischer Basis sehr gut betreiben kann. Das war die Frustration damals. Wir zeigen ja heute, 30 Jahre später, dass das gelungen ist und dass wir eben nicht den Bach runtergegangen sind, dass wir nicht Massenarbeitslosigkeit haben, sondern dass wir weiterhin eine exportorientierte Nation sind. Und auf der anderen Seite habe ich damals viel Hoffnung und auch eine Art trotzige Aufbruchsstimmung empfunden. Hoffnung, weil die Verkehrswende schon begonnen hat in den urbanen Regionen, stark getrieben und getragen durch die digitalen Technologien und Medien. Und weil wir sehen, dass eine junge Generation aufbegehrt. Ich habe selber drei Kinder, ich diskutiere fast jeden Abend mit ihnen und bin der Meinung, dass da viel Potenzial und viel Leidenschaft und viel Kraft auch ist, die uns helfen kann oder helfen konnte. Ich muss jetzt ein bisschen das Wording finden. Genau. Ihre Kinder können sich das natürlich gar nicht mehr. Wissen, ne? Können sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, wie das damals war. Stichwort Green New Deal. Es gab ja damals so um 2020 dann auch von der EU-Kommission in Brüssel aufgelegt, so eine große Initiative, wo dann auch ein beträchtlicher Teil des Geldes in Nachhaltigkeit fließen sollte, zum Beispiel auch im Verkehrssektor. Viele haben sich damals gefragt, na gut, hätte man eigentlich schon 10 oder 20 Jahre früher machen können, weil die Probleme waren ja lange offensichtlich. Also dass eine radikale Transformation des Mobilitätssektors nötig wäre. Das war ja vielen Experten schon vielen Jahre vorher klar. Sie selbst haben zum Beispiel ab 2010, ich habe das mal in den Archiven nachgesehen, regelmäßig publiziert zum Thema Wende im Mobilitätssektor, was müsste da passieren. Wir haben Artikel und Streitschriften geschrieben, haben Bücher geschrieben. Ein Buch ist mir ins Auge gefallen aus dem Jahr 2014. Das hatte den Titel Schubumkehr, die Zukunft der Mobilität. Da klingt schon an, Sie waren damals schon sehr unzufrieden, wie die Dinge damals gelaufen sind. Welche Vision hatten Sie damals? Erinnern Sie sich noch? Na, für die Kürze der Zeit kann ich nur formelhaft sprechen, aber die zentrale Formel meiner und unserer Vision der gesamten Szene der kritischen Verkehrswissenschaften war damals Vielfalt statt Einfalt. Ne? Also Vielfalt der Verkehrsträger, der Verbund der Verkehrsträger statt Monokulturen, automobiler Monokultur. Und um das deutlich zu machen, nehmen wir einfach mal die urbane Gebietskulisse einer Stadt heute wie Berlin oder Hamburg oder New York. Wir sehen ja heute, wir haben große Anteile des Modal Split, also die Frage, wie sich die Nutzerzahlen aufteilen auf die einzelnen Verkehrsträgersysteme. Wir erleben, dass der überwiegende Teil der Menschen mit den öffentlichen und kollektiven Verkehrsträgern unterwegs ist. Wir sehen, dass die Verkehrsträger wunderbar miteinander digital vernetzt sind, dass ich mit einem Gerät, einem kleinen in der Hand alle Wege planen kann, buchen kann, zahlen kann, dass ich Fahrzeuge heranrufen kann, dass ich sie öffnen kann, beispielsweise Carsharing-Fahrzeuge, dass ich viele Menschen mit dem Fahrrad fortbewegen. Wir sehen, dass die Fahrradkultur eine Renaissance erlebt hat in den letzten 30 Jahren. Das Fahrrad ist technologisch, kulturell, sozial neu erfunden worden, im Logistikbereich wie im privaten Mobilitätsbereich. Wir sehen die Mikromobilität, wir sehen Elektromobilität. Und man kann es so beschreiben, also je weiter wir aus der Stadt, wo es ja sehr eng ist, wo wir große raumpolitische Konflikte in den letzten 30 Jahren zu bewältigen hatten, der verschiedenen Branchen, die miteinander um die knappe Ressource urbaner Raum kämpften damals,
dass wir dort es geschafft haben, mit wenig Raumbedarf ein hohes Maß an Mobilität mit einem geringen Aufwand an Verkehr darzustellen. Und je weiter wir in die ländlichen Regionen reingehen, muss man einfach sagen, haben wir mit einer gewissen Gelassenheit auch das Automobil, dem Automobil sein Recht gelassen. Weil wir konnten damals nicht alle ländlichen Regionen mit öffentlichen Verkehrsträgern ausstatten. Das ist weder finanzierbar gewesen noch sinnfällig vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Aber wir haben gelernt, die Verkehrsträger so einzusetzen, wie es dort jeweils der jeweiligen Bedingungen vor Ort angemessen ist. Es ist immer nachhaltig gewesen. Mhm. Für uns ländlichen ist das Regionen ja ist das Elektroauto spielt eine große Rolle. Mhm. Die Sharing Economy, die Dienstleistung, das Ridesharing, das Carsharing, das Teilen von Fahrzeugen auf einem Weg spielt dort eine enorme Rolle. Und eben das ganze Thema Telependeln, was wir in den letzten 30 Jahren, die sogenannte virtuelle Mobilität, also Homeoffice, Homeschooling, Altenbetreuung, medizinische Versorgung in ländlichen Regionen auf der Basis unserer jetzt wahnsinnig gut ausgebauten digitalen Basisinfrastruktur. Für uns ist ja das, was Sie erzählen, total selbstverständlich. Es ist für junge Menschen, ihre Kinder zum Beispiel, schwer nachvollziehbar, dass es jemals anders war, dass die Leute da so lange drauf gepocht haben, mit ihrem Auto in die Stadt zu fahren, auch den kurzen Weg zum Bäcker, das SUV, diese tonnenschweren Gefährte, die es damals gab, aus der Garage zu holen, um Brötchen zu holen. Ja. Sie haben gerade diese Vision, die Sie damals hatten, formuliert und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass die eingetreten ist. Aber zurück im Jahr 2020, Hand aufs Herz, haben Sie da gedacht, dass das so schnell klappen würde? Weil es sah ja eigentlich nicht danach aus. Es gab massives Beharrungsvermögen von Seiten der Industrie, aber auch in den Köpfen der Menschen, die zum Teil noch gar nicht bereit waren, ohne Auto ihr Leben sich vorstellen zu wollen. Nee, wir sogenannten Zukunftsforscher unterscheiden gerne zwischen wahrscheinlichen, möglichen und wünschbaren Zukünften, um es mal ganz grob zu sagen. Und meine Position damals kann man einordnen zwischen wahrscheinlich und möglich, also eher auf der wahrscheinlichen Seite. Das heißt, ich war nicht besonders optimistisch. Wir sind heute zwischen den möglichen und den wünschenswerten Zukünften gelandet. Das war nicht zu erwarten. Ich habe es nicht erwartet. Es ist also viel passiert. Wir haben uns offenkundig an der eigenen Nase, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen. Wir haben gelernt zu kooperieren, wir haben gelernt, Technologien auf eine sinnvolle Art und Weise zum Einsatz zu bringen. Wir haben gelernt, politisch zu regulieren, nicht alles über den Markt zu machen. All das sind Dinge gewesen, die die richtigen Weichen gestellt haben. Gucken wir da mal ein bisschen konkreter drauf, weil Stichwort deutsche Automobilindustrie, auf die wurde in den 2020er Jahren schon fast der Abgesang gehalten. Da hieß es, die haben die Entwicklung verschlafen, Elektromobilität, Digitalisierung, können andere alles besser. Wie hat man es dann geschafft, auf Seiten der Industrie, aber auch auf der Politik, dann doch erstaunlich schnell so ab 2025 die Kurve zu kriegen? Also nur noch Batteriefahrzeuge ab 2030, wie es Städte wie London oder auch Peking dann schon 10 Jahre vorher vorgemacht hatten. Was waren die entscheidenden Instrumente, die da zum Zuge kamen? Na, es stimmt hier, was Sie sagen. Die Lobbyarbeit der Industrie, die Ignoranz der Industrie, die Nichtbereitschaft der Politik, sich diesen Lobbys zu verschließen, andere Wege zu gehen, das hat alles zusammengewirkt. Und naja, ich kann es so beschreiben, dass die Politik einen großen Mut entwickelt hat, stärker zu intervenieren, eine interventionistische Politik, eine primate Politik zu entwickeln, weil komplexe Zukünfte, die sehr stark aus der Vergangenheit heraus eben auch determiniert sind. Das muss man ja sagen. Die Zukunft ist einerseits offen und die Zukunft ist einerseits hochgradig fahrtdeterminiert. Wir haben 100 Jahre ein Modell der Mobilität entwickelt, ein fossiles Modell der Mobilität, stark automobil ausgerichtet. Wir haben Raum- und Siedlungsstrukturen entwickelt, Stadtstrukturen entwickelt. Wir haben Lobbys aufgebaut. Wir haben Milliarden in Stahl und Beton vergossen. Wir haben Straßeninfrastrukturen aufgebaut. Wir haben Mindsets von Menschen geprägt, sozialisiert, Werte, Orientierung, ästhetische Bindungen. All das, was mit dem Thema Automobilität verbunden ist, hat sich ja entwickelt. Das ist ein Datum für jede weitere zukünftige Entwicklung. Das war damals einer der Gründe, warum ich so skeptisch war. Und dann wie ist es gelungen, das dann aufzubrechen? Doch gesehen, dass eben diese Mischung aus einem starken zivilgesellschaftlichen Engagement, getrieben durch die Sorge der Menschen, die um die 2020er Jahre herum gesehen hat, dass der Klimawandel eben doch jetzt in Evidenz gewinnt in unserem alltäglichen Alltag. Ne? Wir merken, der Klimawandel tritt ein, auch in den scheinbar geschützten Regionen dieser Welt. Wir begannen uns Sorgen zu machen und plötzlich entsteht eine zivilgesellschaftliche Dynamik, eine Politik. 2021 gab es ja einen großen Politikwechsel dann auch noch, der Bundestagswahl, genau, Politiker hervorgebracht hat, die eben ein Stück weit mehr diese Idee des Primats der Politik
verstanden haben, gesagt hat, das sind Herausforderungen, die wir eben nicht alleine über den Markt, über die Innovationskraft des Marktes, weil der ja auch vaterterminiert ist durch die Vergangenheit, schaffen können, sondern wir brauchen ein starkes Ziel, wir brauchen Leitbilder, wir brauchen visionäre Politikerinnen und Politiker, das haben wir dann gesehen, Politikerinnen und Politiker, die Bilder malen konnten, wie es denn aussehen kann, und plötzlich wurde den Leuten klar, das Neue zu tun muss nicht unbedingt immer ein Schlechtere führen, sondern das Neue kann auch dazu führen, dass wir Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und trotzdem ein gutes Leben miteinander unter den Hut bringen können. Dafür braucht es Menschen, die vorangehen und den Mut haben zu sagen, wie es sein kann. Andere mitnehmen, die moderieren, die Diskurse moderieren und eben die Idee, dass wir aufhören, immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Die Autoindustrie hat sicherlich viele Fehler gemacht. Aber die Autoindustrie ist es am alleine eben nicht. Es sind eben auch die Verbraucher, die mit ihrem Verbraucherverhalten die Produktstrategien der Autoindustrie determiniert. Und die Politik hat damals verstanden, dass sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern andere Voraussetzungen schaffen muss für anderes Verhalten, über Investitionen in Infrastrukturen, über regulierende Politik. Und die Verbraucher haben dann die Chance gehabt, aus dem goldenen Käfig der Automobilität Stück für Stück auszusteigen, Alternativen zu wählen. Und dann konnte die Autoindustrie auch andere Produkte anbieten. Das ist also ein Konzert. Wir haben uns gemeinsam in diesen goldenen Käfig der fossilen Automobilität und der Automobil- oder der Mobilitätskultur begeben. Und wir werden nur gemeinsam da wieder rausgehen, oder wir konnten nur gemeinsam wieder rausgehen. Das war die Idee dabei. Das hat wahrscheinlich den Wandel gebracht. Nach dem Regierungswechsel, den Sie schon ansprachen, wurde natürlich der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs massiv gefördert, auch E-Mobilität noch mal stärker gepusht. Aber ganz entscheidend war dann auch, dass sozusagen die Autofahrer plötzlich bezahlen mussten für die Schadstoffe, die aus dem Auspuff kamen, über die CO2-Steuer, die dann allmählich teurer wurde. War das letztlich der entscheidende Hebel, weil die Leute ihre Routinen dann nur ändern, wenn sie merken, das schont mein Portemonnaie? Nee, sicher. Das ist in einer Marktwirtschaft, als Ökonom kann ich das nur sagen, fiskalpolitische, marktwirtschaftlich affine Instrumente, die sogenannte Internalisierung der externen Kosten der Mobilität oder anderer Verhaltensweisen mit sich bringen, sind die beste Art und Weise, eine Rahmenregulierung zu schaffen. Wir können an bestimmten Punkten einzeln regulieren, über Tempolimit, über andere Dinge, aber es ist immer sehr kleinteilig. Was den Rahmen verändert, was bislang die letzten 100, 200 Jahre gefehlt hat, ist eben der Preis der Schäden, die Verbrennung fossiler Energien mit sich bringen. Und das haben wir damals geschafft, nicht über eine CO2-Steuer sofort, weil das global nicht machbar war. Das war ja die Frage der Gefahr des Abwanderns der Industrie. Aber wir haben das über Mautkonzepte gemacht. Wir haben Straßenmautkonzepte entwickelt und wir konnten sehr genau dann diejenigen, die Bereitschaft hatten, stärker zu externalisieren, dann regulieren über die Steuer. Die mussten dann halt mehr zahlen. Wir haben Parkraumbewirtschaftung gemacht, wir haben City-Mode-Konzepte gehabt, wir konnten einzelne Technologien ausnehmen davon, wir konnten Elektromobilität und Fahrzeuge mit synthetischen Treibstoffen fördern und freie Fahrt schaffen in die Städte, und wir konnten die anderen halt entsprechend regulieren und das unattraktiver machen. Das sind Mautkonzepte, eigentlich das beste Instrument dafür gewesen. Professor Stefan Rammler, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke in diese spannende Zeit. Und Sie haben ja auch viele dieser Entscheidungen und Weichenstellungen mitgeprägt. Sie waren ja bis 2040 noch, inzwischen emeritiert, bis 2040 wissenschaftlicher Direktor am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und mit uns zurückgeschaut haben in die bewegte Vergangenheit der Verkehrswende. Danke. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Sie heißt Dr. Kira Finke, war zu Beginn der 2020er Jahre Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und sie kann uns schildern, wie das damals war, als die Weichen für die Klimawende gestellt wurden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Finke. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Ja. Wir alle erinnern uns ja noch, Frau Dr. Finke, an die Feierlichkeiten jetzt zum Jahresauftakt 2050, als weltweit Milliarden Menschen auf die Straße gegangen sind, um zu feiern, dass wir das Null-Emissionsziel erreicht haben. Ja? Sie alle haben die Bilder noch im Gedächtnis oder waren selbst dabei. Und natürlich haben wir auch wirklich mächtig Grund, stolz auf das zu sein, was wir da geschafft haben. In einem 30-jährigen globalen Kraftakt ist es also tatsächlich gelungen, die komplette Energieversorgung des Planeten so umzustellen, dass wir keinerlei Treibhausgase mehr in die Luft blasen. Es gibt Leute, die sagen, das ist wirklich ein Meilenstein der Menschheitsgeschichte, und ich glaube, die haben recht. Und die gute Nachricht ist die, wir haben das ja auch gerade noch rechtzeitig geschafft, dass die ganz schlimmen Folgen der Erderwärmung nicht eingetreten sind, die Wissenschaftler uns mit ihren Szenarien an die Wand gemalt hatten. Und um zu verstehen, wie es dazu kam, wollen wir jetzt zurückschauen ins Jahr 2021. Damals
Viele erinnern sich wahrscheinlich gar nicht mehr, aber da gab es einen Weltklimagipfel in Glasgow, der damals medial große Beachtung fand. Viele setzten da große Hoffnungen rein, der fand im November des Jahres statt. Und es war eigentlich allen klar, man muss dort schnell die Kurve bekommen, damit man die Treibhausgasemissionen so weit drosselt, dass die Paris-Ziele, die 2015 von der UNO formuliert worden waren, irgendwie noch in Reichweite sind. Sie waren damals ja schon als Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung tätig, haben da wissenschaftliche Analysen gemacht für den damaligen Chef Joachim Schellenhuber. Wie haben Sie diese Konferenz damals erlebt, 2021? Ja, also wir hatten natürlich große Hoffnungen, wie Sie gesagt hatten. Also wir kamen in Europa gerade aus der Corona-Pandemie heraus und wollten jetzt das jetzt richtig loslegen mit dem Klimaschutz. Aber es gab auch Bremser. Also zum Beispiel das Bolsonaro-Regime kann man sich heute kaum noch vorstellen. In Brasilien, ne? In Brasilien, genau. Die haben eben stark gebremst und es kam zu keiner Einigung darüber, in welcher Art und Weise das Pariser Abkommen tatsächlich implementiert wird, also welches Regelwerk gilt, weil die Brasilianer nicht von ihrem Standpunkt abrücken wollten. Aber dann im Jahr danach gab es neue brasilianische Regierungen mit indigener Beteiligung und die haben dann richtig Druck auch erzeugt tatsächlich. Die haben gesagt, ihr zerstört unsere Heimat hier in Europa. Und dadurch kam dann neues Momentum auf und dann war die COP27 war dann ein Riesenerfolg. Mhm. Also zivilgesellschaftliches Engagement, am Beispiel Brasilien, war das sozusagen mit einer der treibenden Faktoren, dass die Dinge dann ins Rollen kamen? Ich versuche nochmal in Erinnerung zu rufen, auch damals, also die heutige UN-Umweltkommissarin Greta Thunberg, die hatte ja damals diese Umweltbewegung Fridays for Future ins Leben gerufen, die also weltweit regelmäßig im Wochentakt viele junge Menschen auf die Straße brachte. Da war also schon auch für viele Politiker und Entscheidungsträger klar, es gibt da einen richtigen Druck von der Straße, wir müssen jetzt wirklich was tun. War diese zivilgesellschaftliche, dieses Engagement, war das ein entscheidender Treiber, dass die Dinge ins Rollen kamen? Ja, das war ein entscheidender Treiber. Also wir hatten auch, ich glaube, das war Anfang der 2020er Jahre, da gab es ja die erste ARD-Intendantin, die dann auch das Klima-vor-8-Programm gestartet hat und somit auch das Wissen über den Klimawandel sehr viel stärker in der Gesellschaft verankert worden ist. Dann gab es eine unglückliche Entwicklung, die Grünwesten-Proteste, die dann sich schon radikalisiert haben. Also es war dann so eine Splittergruppe, ja. Erinnern Sie sich ja alle an die auch teils gewaltsamen Ausbrüche. Ja, klar, hat ja damals riesen Wirbel gemacht, ja. Ja, und dem musste man natürlich entgegenwirken. Also und da hat auch tatsächlich die Bundesrepublik während ihrer G7-Präsidentschaft, 2022 war das, glaube ich, den Kohleausstieg dann auch international versucht voranzutreiben, um auch Ruhe im Land wieder zu schaffen. Also das war eine wichtige Initiative und sie haben es eben dadurch geschafft, dass sie den eigenen Kohleausstieg sehr viel früher einfach beschlossen haben. Und zwar im Jahr dann 2030 war es dann so weiter. Genau, also ursprünglich sollte der 2038 sein, wurde aber schon damals in den 2020er Jahren von vielen gesagt, eigentlich müsste es früher sein, wenn wir auf unserem Zielpfad bleiben wollen. Und letztlich ist es dann sogar noch viel früher passiert, einfach weil Kohlekraftwerke dann gar nicht mehr rentabel waren, weil die Erneuerbaren so schnell so viel günstiger geworden waren. Energiesektor, das Stichwort haben Sie schon genannt. Schauen wir auf ein anderes Problemkind, was ganz lange schwierig zu handeln war, der Gebäudesektor. Da gab es jahrelange Initiativen, Gebäudesanierung, da wurden Fördermittel ausgeschrieben, aber das zündete alles nicht so richtig. Deutschland blieb da jahrelang hinter seinen selbstgesteckten Zielen auch zurück. Da mussten diverse Minister dann im Zuge des Klimaschutzgesetzes nachsitzen und verschärfte Maßnahmenpakete vorlegen und erklären, wie sie die Ziele doch noch erreicht worden haben. Und dann letztlich wurde eine Initiative wichtig, die, glaube ich, auch auf das Institut zurückgeht, an dem Sie damals gearbeitet haben. Stichwort Bauhauserde. Erklären Sie mal, was verbarg sich dahinter und welche Rolle spielte das dann bei dieser Energiewende im Gebäudesektor? Ja, ein Problem war, dass wir lange nicht erkannt haben, wie viel CO2 dadurch freigesetzt wird, wie man Gebäude auch baut. Ja? Also nicht nur der Betrieb von Gebäuden, sondern auch, wie man eigentlich die gebaute Umwelt sozusagen nutzt als CO2-Speicher. Und das hat eben das Bauhaus der Erde damals erkannt, dass das ein ganz wichtiges Zwischenziel sozusagen bis zum Jahr heute 2050 war. Und angefangen, ja, eine architektonische Revolution im Prinzip zu veranlassen. Ja? Und das war wirklich eine tolle Initiative. Da ging es darum, mehr mit Holz zu bauen. Man sieht es jetzt auch heute in unserem städtischen Umfeld. Viel mehr wird mit Holz gebaut, mit neuen Materialien auch. Wir hatten da große Innovationen.
Und wir hatten dieses tolle Programm, wo ja, eine deutsch-französische Partnerschaft aufgebaut worden ist, die dann in ihre Botschaften weltweit sogenannte KlimabotschafterInnen versandt haben, die dann dort eben nicht nur klassische Diplomatie betrieben haben, sondern eben auch ja, die Fragen der Umweltgerechtigkeit vorangetrieben haben und versucht haben, eben deutsche und französische Projekte, europäische Projekte in verschiedene Länder hineinzutragen. Und das war ein ganz wichtiger Erfolg. Das war dann auch sozusagen die Keimzelle der Globalisierung dieser Bauhausbewegung, die dann wirklich inzwischen global ja weite Kreise gezogen hat. Und heute lernen Architekturstudenten und Bauingenieure völlig andere Dinge in ihrem Studium, als das in den 2020er Jahren der Fall war. Da sind wir einen riesigen Schritt vorangekommen. Schauen wir noch auf ein anderes Problemkind, was lange schwierig war: der Energieverbrauch des produzierenden Gewerbes und der Industrie. Auch die hatten ja durchaus nennenswerten Anteil zum CO2-Ausstoß. Wie hat man es geschafft, da die Kurve zu kriegen? Ja, der Kohleausstieg war natürlich letztlich ein No-Brainer, weil eben die Luftverschmutzung so hoch war in vielen Teilen der Welt, dass eigentlich dann nach den ersten Beschlüssen dann in den 20er Jahren das eigentlich relativ schnell ging. Schwieriger war es dann bei Gas und Öl. Dort hat der Ausstieg etwas länger gedauert. Aber wir konnten es dann wieder aufholen durch massive Wiederaufforstungsmaßnahmen. Also das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Sie erinnern sich alle, Sahelzone wurde stark wieder aufgeforstet. Das hat natürlich auch der Biodiversität geholfen. In Indien wurde stark aufgeforstet. Und das waren wirklich die Schritte, die ja, uns geholfen haben. Jetzt bei 1,5 Grad, wo wir heute stehen, wo es ja auch tatsächlich Probleme gibt. Es ist nicht alles gelöst, wir haben Umweltschäden, aber es ist in einem Maß, wo es eben beherrschbar ist. Es ist handelbar, genau. Ja. Und da sind wir schon auch beim nächsten spannenden Stichwort. Ein ganz zentraler Streitpunkt war ja damals auch immer, wer soll das alles bezahlen? Also es war ja klar, die Klimawende wird Geld kosten, es gibt Gewinner und Verlierer. Und die Frage aber, wie kann man die entstehenden Kosten, die finanziellen Aufwendungen möglichst gerecht verteilen? Das war lange ein ganz wichtiger Streitpunkt, führte auch dazu, dass man bei den UN-Klimagipfeln jahrzehntelang fast schon nicht vorankam. Eine entscheidende Frage war letztlich auch, wie kann man verhindern, dass es Millionen Klimaflüchtlinge gibt? Mit welchen Anreizen kann man sicherstellen, dass die sozusagen nicht durch das Raster fallen? Da spielte dann das Stichwort Klimapass eine wichtige Rolle, das so in den 2020er Jahren, kurz früher, auch plötzlich aufkam. Sie haben das damals auch von Anfang an mitverfolgt. Erzählen Sie mal, was war die Idee dahinter und wie hat das dann abgehoben, dieses Konzept? Ja, die Idee dahinter war, dass den Menschen, die ihre Heimat verlieren aufgrund von Klimafolgen, einfach eine Alternative geboten werden muss. Und zwar nicht eine zwangsweise Umsiedlung, wo eben ihre Freiheitsrechte, die sie ja schon durch den Verlust der Heimat auch verloren haben, weiter eingeschränkt werden, sondern eben, dass es geschafft wird, ihnen Freiheit und auch Optionsmöglichkeiten im Leben zurückzugeben. Und aus dieser Idee, angelehnt an den Nansen-Pass in den 1920er Jahren, entstand eben die Klimapass-Idee, womit Menschen eben befähigt wurden, visumsfrei in anderen Ländern zu arbeiten. Und das war ein großer Erfolg, weil in vielen Ländern ja auch durch Alterungseffekte, demografischen Wandel, es einfach auch mehr Immigration bedarf. Dieser Klimapass, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das war ein Vorschlag, der im Jahr 2019 erarbeitet worden ist vom Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung der Bundesregierung und dann tatsächlich auch jetzt in den vergangenen 30 Jahren erstaunlich weite Kreise gezogen hat. Und inzwischen fließt ja viel Geld in diese Initiativen und sorgt dafür, es ist ein Pfeiler, dass die Lasten gleichmäßig verteilt worden sind. Abschließend gefragt, Frau Finke, wir könnten noch über viele Dinge reden natürlich, die da im Hintergrund passiert sind, dass wir heute in der glücklichen Lage sind, dass wir sagen, der Klimawandel ist zwar kein Problem mehr, aber die Folgen sind handelbar. Was war retrospektiv gesehen aus Ihrer Sicht, was waren die drei entscheidenden Faktoren für den Erfolg der globalen Klimawende? Ich glaube, es war die Bereitschaft der älteren Generation, für die Zukunft der Jugend zu kämpfen. Ich glaube, das war gesellschaftspolitisch gesehen das Wichtigste, was passiert ist in den 20er Jahren. Dann war es, glaube ich, der Schutz von großen Flächen der Erde, dass wir eben Rückzugsräume hatten für Wildtiere, dass wir Rückzugsräume hatten für CO2-Senken, die eben nicht beschädigt worden sind. Also das ungefähr, heute stehen, glaube ich, ungefähr 40% aller Flächen unter Schutz. Und dass wir es eben geschafft haben, ja, diese schlimmen Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen und auch durch neue Technologien, beispielsweise bessere Vorhersagen, Monsunvorhersagen, El Niño-Vorhersagen, Ernteertragsverlust-Vorhersagen, einfach auch jetzt in der Lage sind, besser damit umzugehen. Also unsere Krisenreaktionsfähigkeiten erhöht haben.
Also Reduktion der CO2-Emissionen auf null netto, wo wir heute stehen, aber vor allem auch kluge Anpassungsstrategien, die wissenschaftlich fundiert untermauert worden sind und auf globaler Skala unter gerechter Verteilung der Lasten umgesetzt worden sind. Eigentlich, wenn man so drüber spricht, ist es unglaublich, dass all das in 30 Jahren passiert ist. Dr. Kira Finke, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Einsicht in diese bewegte Zeit an der Klimafront mit uns geteilt haben, uns geschildert haben, wie das dazu gekommen ist, dass wir heute alle in der glücklichen Lage sind, relativ entspannt über diese Dinge reden zu können. Das hätte vor 30 Jahren wahrscheinlich keiner gedacht. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einsichten. Dankeschön. Und damit würde ich sagen, Bühne frei für unsere dritte Zeitzeugin, die Bildungsforscherin Katja Obertsch. Bitte leisten Sie mir Gesellschaft hier oben. Frau Obertsch, Sie sind Gründerin und hauptamtliche Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Arbeiterkind, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, weil die spielt eine wichtige Rolle bei dem, worüber wir sprechen wollen. Wir wollen ja darüber sprechen, wie es gelungen ist, Chancengerechtigkeit im Bildungssystem herzustellen. Ich sage aber trotzdem noch ein paar Sätze zu Ihnen, zu Ihrer Biografie, damit die Leute auch wissen, warum wir Sie als Expertin hier geladen haben. Sie wurden damals, also in den frühen 20er Jahren, vielfach ausgezeichnet für Ihr ehrenamtliches Engagement. Sie haben sich eingesetzt für Studierende der ersten Generation, die also aus Elternhäusern kamen, wo eben noch keine Akademiker zu Hause waren. Sie haben unter anderem 2018 für Ihr Engagement auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Arbeiterkind.de wurde schon genannt. Sie haben das 2008 ehrenamtlich gegründet. Heute hat dieser Verein über 6.000 ehrenamtliche Mitglieder. Und Sie haben, weil Sie dieses Thema Bildungsgerechtigkeit umgetrieben hat, auch damals im Jahr 2011, habe ich gesehen, schon ein Buch geschrieben, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Toll, dass Sie hier sind und Ihre Einsichten mit uns teilen. Springen wir zurück in die Zeit damals 2021. Gleiches Recht für gleiche Bildungschancen. Für uns heute ist das völlig selbstverständlich. Damals, Anfang der 20er Jahre, war Chancengerechtigkeit in Kita, Kindergarten und Schule aber ein Wunschtraum, letztlich der vielen unerfüllbar schien. Sie waren damals um die 40, habe ich zurückgerechnet, und hatten bereits 10 Jahre zuvor, wie schon erwähnt, nämlich im Jahr 2011 ein Buch geschrieben. Da waren Sie 30, es war ein viel beachtetes Buch damals. Es hatte den Titel Ausgebremst, warum das Recht auf Bildung nicht für alle gilt. Was hat Sie damals für 40 Jahre an und umgetrieben, dieses Buch zu schreiben? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin eben selbst die Erste aus meiner Familie, die einen Hochschulabschluss erreicht hat. Und ich habe aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch Erfahrungen meiner Freunde und Studienkollegen gemerkt, dass in Deutschland eben die Bildungschancen eines Kindes sehr stark von der sozialen Herkunft abhängen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das überhaupt kein Thema ist und dass darüber nicht gesprochen wird. Und deswegen wollte ich dieses Buch schreiben, um es aufzuzeigen, wo es eben hakt, wo die Bildungschancen von der sozialen Herkunft abhängen und dass wir das dringend verändern müssen. Also ich wollte einfach ein großes Bewusstsein für diese Problematik schaffen. Ist mir anscheinend ja auch gelungen, weil heute haben wir das Problem nicht mehr. Aber jetzt war diese Ungerechtigkeit im Bildungswesen, das war ja ein Problem, was die Bildungspolitiker eigentlich schon damals jahrzehntelang umgetrieben hatte. Es hatte dann viele Reformansätze gegeben, Versuche, das zu beheben, aber so richtig funktioniert hat das irgendwie alles ganz lange nicht. Sie haben das damals ja genau verfolgt, aus der Nähe, und waren ja auch so ein bisschen verzweifelt. Das kann man dem Buch entnehmen, wenn man da nochmal den Klappentext so ein bisschen reinliest. Woran lag es? Also welche Beharrungskräfte waren es letztlich, die verhinderten, dass alle die gleichen Chancen bekommen haben? Ja, ich glaube, wir hatten damals sehr viel Angst vor Veränderungen. Und natürlich hatten wir auch Generationen, die eben dieses alte Bildungssystem erlebt hatten und sich nicht so richtig vorstellen konnten, wie es anders sein kann. Und dass es anders vielleicht auch besser sein kann und dass es vielleicht auch zukunftsorientierter sein kann, auch für den Nachwuchs. Und ja, da haben wir uns schwer getan. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir gesellschaftliche Mehrheiten auch dafür gefunden haben, bis auch eine jüngere Generation gesagt hat, wir sind eigentlich auch nicht glücklich damit, mit unseren eigenen Privilegien. Wir fühlen uns damit nicht mehr wohl. Wir möchten nicht, dass uns vorgehalten wird, dass wir nur erfolgreich sind, weil wir diese Privilegien haben, und die sich auch dafür eingesetzt haben, dass sich da dringend was verändern muss. Und ich denke, die Corona-Pandemie, das war dann nochmal der große Gamechanger. Also, dass wir da auch nochmal gesehen haben, wie stark eben die Bildungsperspektiven von der sozialen Herkunft abhängen. Und ich glaube, das hat uns nochmal sehr zu denken gegeben. Gerade diese Corona-Pandemie, das war der große Turning Point, der alles verändert hat. Weil da auch nochmal klar geworden ist, dass sozusagen Kindern aus sozial benachteiligten Elternhäusern durch dieses fast eine Jahr Homeschooling mit Unterbrechung, was dann da nötig war, genau, deutlich stärker
eingebüßt haben, verloren haben, benachteiligt wurden. Genau, da haben wir eben nochmal gesehen, wie stark auch die familiäre Unterstützung, die Ausstattung, ne, zum Beispiel auch mit Computern, mit dem Bildungsgrad der Eltern, die unterstützen können, mit den Rahmenbedingungen, wie viele Räume habe ich auch in dem Homeschooling, hat das nochmal vor Augen geführt. Aber vor allem hatten wir ja auch den Impfstoff BioNTech, erfunden von Menschen mit türkischem Hintergrund, ja, und von die sehr für ihren Bildungsweg kämpfen mussten, die fast nicht es aufs Gymnasium geschafft hätten. Und das hat uns nochmal die Augen geöffnet, was wir eigentlich da an Potenzialen verpasst haben und dass wir das eben einem Ehepaar zu verdanken haben mit diesen Wurzeln, die so gekämpft haben, und dass wir noch viel, viel mehr verpassen an Potenzialen in unserer Gesellschaft, wenn wir nicht endlich dafür sorgen, dass alle ihren Bildungsweg gehen können und wir alle Potenziale in der Gesellschaft entfalten können. BioNTech, heute ein Weltkonzern, gegründet von zwei Einwanderern, die sich den Weg durch das deutsche Bildungssystem nach oben kämpfen mussten. Damals, 2020, 2019, kannte die Firma noch kaum einer. Erst nach der Corona-Pandemie hatten plötzlich alle den Namen auf dem Schirm, weil die eben einer der führenden Impfstoffhersteller dann geworden ist. Was würden Sie sagen, waren das vor allem systemische Barrieren oder Barrieren in den Köpfen, die dann durch die Corona-Krise gefallen sind und die Dinge ins Rollen brachten? Ja, ich glaube, es war ein großer Leidensdruck jetzt auch, dass wir sagen, wir müssen jetzt diese Potenziale heben. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass wir unsere Haltung auch verändern müssen. Also, dass wir sehr fokussiert sind auf Leistungsdifferenzierung und nicht dafür sorgen, dass alle ihre Potenziale entfalten können. Und dann haben wir gemerkt, nee, wir müssen dafür sorgen, dass alle Kinder ihre Potenziale entfalten können, dass die individuelle Förderung bekommen, bedarfsorientiert, dass es nicht daran scheitern darf, an finanziellen Hürden, dass sie nicht die Ausstattung haben, sondern das muss vom Staat zur Verfügung gestellt werden, auch ohne, dass man danach fragen muss. Also, da wird einfach am Anfang immer, wie das heute ja ist, wird so eine Bestandsaufnahme gemacht, was brauchen Kinder, wo muss der Staat kompensieren, wo muss man vielleicht noch mal was zur Verfügung stellen, und heute ist das überhaupt kein Thema mehr und niemand hat mehr das Gefühl, dass man um irgendwas betteln muss und dass man in so einer Bittstellerposition ist, dass man sich schämen muss, wenn man aus der eigenen Familie nicht genügend Geld hat. Ihre Bescheidenheit jetzt, ja, wir können ja schon auch erwähnen, dass das ja zu einem guten Teil auch Ihr Verdienst ist, weil die schon erwähnte Organisation Arbeiterkind.de, die Sie 2008 ehrenamtlich gegründet haben, die hat ja inzwischen global Kreise gezogen, weltweit über 50 Millionen Mitglieder, die quasi diese Ideen weitertragen. Wie fing das alles an und welche Rolle spielte das bei dem ganzen Prozess, Ihre Initiative? Ja, ich habe einfach angefangen, 2008 meine eigene Bildungsgeschichte zu erzählen, und ich war sehr überrascht, wie schnell ich in den Medien war, auch im Deutschlandfunk. Und dann haben sich aus ganz Deutschland zunächst Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Ich bin auch die oder der Erste meiner Familie, der Abitur gemacht hat, der studiert hat. Und das ist bis heute für mich überwältigend. Die vielen Menschen, die sich melden, sagen, das ist meine Biografie. Ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Ich kenne diese Hürden. Ich möchte das unterstützen. Und ja, das war auch ein weltweites Phänomen, eben diese Bildungshürden. Und deswegen sind wir jetzt so gewachsen. Und Kern davon ist eben auch, die eigene Geschichte zu erzählen, andere zu ermutigen und daran zu arbeiten, dass sich das Bildungssystem verändert und dass alle ihr Potenzial entfalten können. Wir verpassen einfach so viel Potenzial, das haben wir damals gemerkt. Ja, und auch die Gesellschaft hat das gemerkt und begriffen, dass es gilt, dieses schlummernde Potenzial zu heben, um mit den Herausforderungen der Zukunft zurechtzukommen. Fachkräftemangel war ja zum Beispiel dann auch ein Thema, und die Antwort lag ja eigentlich all die Jahre immer vor der Tür. Es musste nur einer Wege finden, sie umzusetzen. Sie spielten eine wichtige Rolle dabei mit ihrer Initiative Arbeiterkind. Es gab da auch ein Teilprojekt, habe ich bei den Recherchen gesehen. 2021 haben sie eine Online-Ideenwerkstatt initiiert zur Hochschule der Zukunft. Es gab ja nun schon viele Projekte zur Hochschule der Zukunft, aber ihres wurde dann eben auch weltweit kopiert. Der Hashtag Uni4All ist ja bis heute viral quasi, wenn man sich in den sozialen Medien umschaut. Hat Sie der Erfolg überrascht? Ja, das hat mich sehr überrascht, aber ja, ich habe eben gemerkt, dass wir da einen Nerv getroffen haben, auch in der Gesellschaft, dass wir eine andere Hochschule brauchen, und wir haben eben gemeinsam mit Studierenden der ersten Generation erarbeitet, wie diese Hochschule aussehen kann, und auch gemerkt, wie groß das Interesse in der Gesellschaft war von Akteuren in der Politik, auch in den Hochschulen etwas zu verändern, und ich glaube, das hat damit dazu beigetragen, und es ist auch wichtig, eben mit denen, die betroffen sind, mit den jungen Generationen zu arbeiten und zu schauen, wie stellen die sich das vor. Retrospektiv betrachtet auch an Sie die Frage, was waren die drei wichtigen Strategien, / Maßnahmen, die letztlich zum Erfolg geführt haben, dass also Chancengerechtigkeit im Bildungssektor heute eigentlich kein Thema ist, weil wir die erreicht haben? Also wir haben damals gemerkt, dass die Konzepte eigentlich schon lange auf dem Tisch liegen. Wir haben zum Beispiel schon jahrelang Schulen ausgezeichnet mit dem Deutschen Schulpreis. Und es gibt bestimmte Faktoren, die diese Schulen verbinden, die gemeinsam haben. Und da haben sich endlich mal Menschen hingesetzt und rausgefunden, was sind die 10 Faktoren, die diese Schulen, die den Schulpreis gewonnen haben, auszeichnen, was die anders machen. Und dann haben wir es endlich geschafft, dass das mal in die Fläche gebracht
wird, weil wir die Konzepte eigentlich schon lange hatten. Aber es hat halt an der Umsetzung gemangelt und am Durchsetzungsvermögen, das wirklich auch in die Fläche zu tragen. Ich glaube, das war ein großer Punkt. Und auch, dass wir eben unsere Haltung verändert haben, auf Potenziale zu schauen und auch eben die Eltern so ein bisschen mehr aus der Verantwortung rauszunehmen, wenn sie eben keine Unterstützung leisten können, sondern auch ideell und finanziell zu unterstützen, das zu kompensieren, dass die Kinder einfach alles bekommen, was sie brauchen. Und ja, wir haben einfach gemerkt, auch in der Politik, dass da wirklich ein großer Wandel kommen muss und waren da auch mal mutiger. Stichwort Bildungsaufstieg. Heute ist das sozusagen ein Allgemeinplatz. Damals war das neu. Hand aufs Herz, hätten Sie damals Anfang der 2010er, 2020er Jahre, als Sie also selbst ja durchaus frustriert und bewegt waren darüber, wie zäh die Dinge vorangehen, hätten Sie damals sich träumen lassen, wie weit wir in 30 Jahren als Gesellschaft kommen können? Also ich habe schon eine Riesenchance damals gesehen in der Corona-Pandemie, weil da doch Bildungsgerechtigkeit nochmal ein ganz, ganz großes Thema wurde. Aber ich war auch ein bisschen skeptisch, ob wir das wirklich auch über die Corona-Pandemie hinaus weitertragen können und wirklich aktiv werden. Aber ich freue mich sehr, dass wir das geschafft haben und dass das wirklich der große Gamechanger war, dass wir gemerkt haben, jetzt müssen wir wirklich die Chance nutzen und etwas verändern. Zeigt Ihr Beispiel auch, wie wir es eben schon gehört haben, am Beispiel Klimawandel, wie wir den in den Griff bekommen haben, dass zivilgesellschaftliches Engagement, also eine breite Bewegung letztlich mitentscheidend ist, die Dinge in Fahrt zu bringen? Ja, ich glaube, zivilgesellschaftliches Engagement war ganz wichtig, weil das schafft auch gesellschaftliche Mehrheiten, wenn sich Menschen engagieren. Und auch mittlerweile ist es ja auch so, dass wir ganz viele Mentoring-Programme haben in den Schulen. Jeder Schüler, jede Schülerin hat einen Mentor und Lernbegleiter. Deswegen hat das sehr dazu beigetragen. Und ich engagiere mich ja auch schon seit über 30 Jahren im Bundesverband innovativer Bildungsprogramme. Und auch dort haben wir eben mit vielen weiteren Initiativen diesen Wandel weiter vorangetragen. Vielen Dank, Katja Urbatsch. Toll, dass Sie hier waren und Ihre Einsichten und Erfahrungen aus dieser bewegten Zeit mit uns geteilt haben. Auch hier gilt, wir alle stehen letztlich ein bisschen in Ihrer Schuld, weil Sie haben entscheidend mit dazu beigetragen, durch Ihr Engagement, durch Ihre Initiative, durch Ihre Vorbildfunktion dazu beizutragen, dass eben herkunftsabhängige Ungerechtigkeiten im Bildungswesen heute eigentlich kein Thema mehr sind. Die sind einfach Vergangenheit. Danke für Ihren Beitrag zu diesem historischen Meilenstein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, und mit diesem dritten fiktiven Zeitzeugengespräch geht unser Rückblick aus der Zukunft auch schon wieder zu Ende. Wir springen jetzt aus dem Jahr 2050 wieder zurück in die Jetztzeit, ins Jahr 2021 und möchten an dieser Stelle nochmal allen beteiligten Wissenschaftlern danken, dass sie sich auf dieses unkonventionelle Experiment, auf dieses Gedankenspiel eingelassen haben und es durchaus auch gewagt haben, ihren Ideen mal fern absolut gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis freien Lauf zu lassen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Umbaupause, melden uns um Punkt 19 Uhr an dieser Stelle zurück von der Bühne hier in der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und es wird auch dann wieder spannend, denn nach dem Rückblick aus der Zukunft, den wir gerade gewagt haben, schauen wir dann aus der Gegenwart nach vorne und werden fragen, wie Zukunftsforscher und Trendscouts eigentlich künftige Entwicklung prognostizieren, welche Werkzeuge nutzen die dafür und wer oder was entscheidet dann eigentlich, welchen Pfad in Richtung Zukunft wir als Gesellschaft einschlagen. Sehr spannende Fragen, über die wir trefflich diskutieren werden mit drei erfahrenen Zukunftsplanerinnen, die wir eingeladen haben, die dann hier auf dem Panel gleich sitzen werden. Drei WissenschaftlerInnen, die im Dienste von Regierungen, Unternehmen, aber auch der Öffentlichkeit daran arbeiten, die Weichen für unser aller Zukunft richtig zu stellen. Bleiben Sie dran. Um Punkt 19 Uhr geht es an dieser Stelle weiter. Wir hören uns gleich wieder. Deutschlandfunk. Dokumente und Debatten. Aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin übertragen wir das 82. Zeitforum Wissenschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 82. Zeitforum Wissenschaft. Dieses Forum ist ein Gemeinschaftswerk von Zeit Verlag, vom Deutschlandfunk, von der Berlin-Brandenburgischen Akademie und der Zeitstiftung. Mein Name ist Michael Göring, ich gehöre zur Zeitstiftung in Hamburg.
Dass ich Sie heute Abend hier begrüße, hat einen ganz besonderen Grund. Denn vor 20 Jahren, am 15. Oktober 2001, stand ich hier gemeinsam mit Herrn Dr. Esser vom Zeitverlag und eröffnete das allererste Zeitforum der Wissenschaft. Damals zum Thema BSE, Entwarnung nach der ersten Krise. Erinnern Sie sich noch, meine Damen und Herren, wofür BSE stand? Es war der gefürchtete Rinderwahn, um den wir uns damals in der ersten Sendung gekümmert haben. Heute aber heiße ich Sie willkommen zum 82. Forum, das sich der Frage widmet, ja, wie Planung der Zukunft politisch, gesellschaftlich funktionieren kann. Dazu begrüßen wir die Professorinnen Reb und Schreiber, Herrn Professor Strohschneider, und das Ganze wird moderiert von Ralf Krauter. Ja, ich habe mal in der Historie der 82 Foren ein bisschen geblättert. Die Themen waren in den ersten Jahren sehr viel stärker naturwissenschaftlich, Herr Grötschel. Da haben wir sehr stark naturwissenschaftlich gearbeitet. Da ging es um Genomforschung, um Stammzellenforschung. Dann aber kamen immer mehr geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Themen ins Spiel und auch gerade Bildungsthemen, schulische Bildung und natürlich universitäre Bildung. Mit wem haben wir diskutiert? Nun, mit über 300 Damen und Herren aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Kultur, manchmal auch aus der Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft. Gab es etwa jemanden, der mehrfach eingeladen wurde? Ja, viermal Annette Schavan als Wissenschaftsministerin und dreimal ihre Vorgängerin Edelgard Bullmann. Gab es signifikante Veränderungen? Ja. 2003 und 2004 hatten wir jeweils nur eine Referentin bei 18 bzw. 15 männlichen Referenten. Wie konnte uns das damals nur passieren? Seit Jahren ist das viel ausgewogener und heute Abend beim 82. Forum werden Sie gleich zwei Damen und einen Herrn hier erleben. Veränderungen gab es natürlich auch bei den Übertragungswegen. Zu Anfang war das alles vor Ort. Analog im Radio, im Deutschlandfunk und donnerstags natürlich in der Zeit. Heute gehen wir weit darüber hinaus, sind wir natürlich auch digital unterwegs, hier in der Akademie hybrid und mit einer zugeschalteten Referentin, mit einem Livestream auf dem YouTube-Kanal der Zeitstiftung, mit einem Audiostream beim deutschlandfunk.de und natürlich mit Berichterstattung auf Twitter. Wie könnte es auch anders sein? Nun, was ist all die Zeit nahezu gleich geblieben? Der Kollege aus der Zeit, Andreas Sendker, der leider heute Abend nicht kann, hat von diesen 82 Foren, ich glaube 79, moderiert. Und dann war da sein Kollege Uli Blumenthal, nachdem Ralf Krauter ganz am Anfang auch schon ein paar Mal hier war, kam dann Uli Blumenthal vom Deutschlandfunk und der hat, glaube ich, auch 70 Sendungen moderiert. Also eine große Kontinuität unter den Moderatoren. Ja, und heute, meine Damen und Herren, wo immer Sie uns jetzt folgen, in welcher Weise und auf welchen Kanälen, ich wünsche Ihnen im Namen der Zeitstiftung, im Namen meiner Kollegin Dr. Hoffmann, alles, alles Gute bei dieser Veranstaltung und gebe ab an Ralf Krauter. Haben Sie einen anregenden Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Göring. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe zum 20. Geburtstag des Zeitforums Wissenschaft. Statt in die Vergangenheit zu blicken, was bisher war, wollen wir heute in die Zukunft schauen. Und das ist bekanntlich ziemlich schwierig. Das wusste schon der dänische Physiker Niels Bohr. Der hat mal gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Wir wollen es trotzdem versuchen. Und wollen genau gesagt darüber sprechen, wie man das eigentlich macht, verlässliche Prognosen zu erstellen und wer oder was letztlich darüber entscheidet, ob diese Prognosen dann in Erfüllung gehen oder nicht und welchen Pfad in die Zukunft die Gesellschaft einschlägt. Um über diese spannenden Fragen der Zukunftsplanung, der wissensbasierten Zukunftsplanung zu sprechen, haben wir drei interessante Gäste eingeladen, die bestens Bescheid wissen, wie das so läuft mit der wissenschaftsbasierten Zukunftsprognose. Zwei Wissenschaftlerinnen und ein Wissenschaftler, die alle in Expertengremien auf ihre Weise daran mitwirken, wichtige Trends und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und die Weichen zu stellen für künftige Entwicklungen.
Dr. Marianne Weber, Dr. Marianne Reeb ist uns per Video zugeschaltet. Wir müssen sie auch gleich auf dem Monitor sehen können. Sie tut das für den Daimler-Konzern. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Expertin für die Zukunft der Mobilität, leitet bei der Mercedes-Benz AG die Abteilung für gesellschaftliche Zukunftsforschung und sie ist nebenbei auch noch Honorarprofessorin an der Fachhochschule Potsdam im Lehrgebiet kultureller und gesellschaftlicher Wandel. Herzlich willkommen, Frau Professor Reeb. Schön, dass Sie dabei sind. Danke für die Einladung. Guten Abend. Ich hoffe, Sie können den Applaus durch die Telekonferenzleitung hören. Prima, ein Nicken. Unser zweiter Gast, den darf ich jetzt bitten, mir hier auf der Bühne Gesellschaft zu leisten, ist Professor Dr. Susanne Schreiber. Sie ist ebenfalls Zukunftsplanerin. Nehmen Sie gerne hier Platz, Frau Professor Schreiber. Allerdings arbeitet sie nicht im Dienste eines globalen Konzerns, wie Frau Professor Reeb, sondern im offiziellen Auftrag aller Deutschen, kann man eigentlich sagen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats, dessen gesetzlicher Auftragsjahr ist, gesellschaftliche Debatten über Zukunftsthemen anzustoßen und zwischendurch auch mal Bundestag und Bundesregierung in kontroversen Themen zu beraten. Nebenbei, Frau Professor Schreiber, sind Sie eben auch noch Professorin für theoretische Neurophysiologie an der Humboldt-Universität Berlin. Herzlich willkommen auf diesem Podium. Last but not least, der Mann in der Runde, Professor Dr. Peter Strohschneider, ist von Haus aus Experte für die Geschichte des europäischen Mittelalters. Aber im Auftrag der Bundesregierung hat er im vergangenen Jahr die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland geplant. Als Vorsitzender der Zukunftskommission Landwirtschaft, die Angela Merkel Ende 2019 ins Leben gerufen hatte, als Reaktion damals auf bundesweite Bauernproteste gegen immer schärfere Ökoauflagen. Dass Peter Strohschneider diese knifflige Aufgabe bekam, gemeinsam mit vielen Experten und Akteuren praxistaugliche Wege für eine nachhaltigere Landwirtschaft zu finden. Das lag sicher auch an seiner Vorgeschichte als Wissenschaftsmanager. 2006 bis 2011 war er Vorsitzender des Wissenschaftsrats, 2013 bis 2019 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Herzlich willkommen, Herr Professor Strohschneider. Guten Abend. Wir haben gut eine Stunde Zeit zu sprechen über Zukunftsplanung und wollen starten mit den Werkzeugen der Zukunftsforscher. Wie macht man das eigentlich? Die Glaskugel kann es ja nicht sein. Wir wissen, dass man da meistens nicht die richtigen Prognosen findet, wenn man da reinschaut. Wie geht man vor? Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Herr Professor Strohschneider. Sie mussten ja die Zukunft planen auf dem Feld der Landwirtschaft. Ich habe gesehen, dass Ihre Zukunftskommission da so durchaus gängige Werkzeuge eingesetzt hat. Stichwort Foresight, Stichwort Szenarien. Welche Rolle spielen diese Methodiken, um einen Blick in die Glaskugel wissensbasiert zu schaffen? Also das kommt drauf an. Ich würde sagen, ein wichtiges, wahrscheinlich unser wichtigstes Instrument für Entwicklungen, Entwürfe von Zukünften ist unsere Imaginationsfähigkeit. Ohne die geht alles nichts, wird alles nichts. Und es gibt Methodisierungen unserer Imaginationsfähigkeit. Und zu diesen Methodisierungen gehört unter anderem etwas, wie diese Foresight-Prozesse, dafür gibt es ja auch Institute, Institutionen, die sehr erfahren sind. Ich würde sagen, die wichtigste Funktion solcher prognostischen Entwürfe und um anzuschließen an etwas, was früher schon gesagt worden ist hier heute, das sind Prognosen, die sozusagen nach Wahrscheinlichkeiten gucken, nicht schon nach Wünschbarkeiten. Das ist was anderes. Ziemlich wichtig, das sauber auseinanderzuhalten. Es geht erstmal um den Möglichkeitshorizont. Um eine Vielfalt von Möglichkeitshorizonten in solchen Foresight-Prozessen. Die sind wie alle Prognosen natürlich sozusagen lineare Fortschreibung zunächst mal von Status quo und deren Vorgeschichte. Sie können aber trotzdem, sagen wir mal,
Diskussionslagen aufbrechen, dadurch, dass sie Dinge komplizierter machen, dass sie Variantenreichtum zu entfalten in der Lage sind zwischen verschiedenen Szenarien und damit den Diskussionsraum sozusagen alternativenreicher machen, indem man sich fragen kann, was wären eigentlich Wünschbarkeiten und was müsste man tun, um voraussichtlich solchen Wünschbarkeiten näher zu kommen. Aber alle diese Prognosen, wenn Sie mir diese kleine, ich vermute, Korrektur erlauben, Herr Krauter, die Aussage, dass Prognosen schwierig sind, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, stammt nach meinem Wissen von dem bedeutenden bayerischen Philosophen Karl Valentin. Von dem von Ihnen zitierten Niels Bohr stammt eine andere Anekdote, die würde ich gerne in diesem Zusammenhang erzählen. Das ist die Anekdote mit dem Hufeisen, wenn Sie die, ist auch eine Zukunftsanekdote. Niels Bohr lädt mit als Nobelpreisträger seine ganzen Freunde in sein Landhaus in Fünen ein und einer dieser Physiker kommt da also auch hin, so eine dänische Karte und sieht über dem Tor, also im Türsturz, ein Hufeisen und sagt, aber Niels, Mensch, Sie als Nobelpreisträger und Physik, Sie glauben an sowas, also an zukünftiges Glück bringende magische Praktiken. Und da sagt der Niels Bohr völlig ungerührt, nee, ich habe mir nur sagen lassen, das hilft auch, wenn man nicht dran glaubt. Und das ist also sozusagen schon eine ziemlich präzise theoretische Beschreibung, würde ich sagen, dessen, was beim Entwurf von möglichen Zukünften eigentlich geschieht. Spielen wir den Ball weiter an Marianne Reb von der Daimler-Konzernforschung, Mobilitätsexpertin. Mit welchen Werkzeugen geht so ein milliardenschwerer globaler Konzern eigentlich ran, wenn er Technologietrends für die nächsten 10, 20, ja sogar 30 Jahre versucht, dingfest zu machen? Was haben Sie da im Portfolio? Nun bin ich die Expertin für die gesellschaftliche Umfeldforschung, aber selbstverständlich arbeiten wir auch eng mit den Kollegen, die über zukünftige Technologien nachdenken, zusammen. Aber das, was ich gerade gesagt habe, zeigt natürlich schon so ein bisschen, wie arbeiten wir daran mit vielen verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, gerade wenn es um Technologie geht und wenn sich ein Unternehmen wie Mercedes auch eine gesellschaftliche Zukunftsforschung leistet, steckt dahinter der Gedanke, dass Zukunft meistens ein sehr komplexes Gebilde ist. Das heißt, wir können nicht einfach einen Pfad verfolgen und einen Pfad beschreiben. Wir müssen Wechselwirkungen mit anderen Entwicklungen berücksichtigen. Das ist zum Beispiel etwas, was man natürlich mit einer Szenario-Methode tun kann, weil da werden Sie verschiedene Faktoren, die die Zukunft beschreiben, betrachten. Viel wichtiger ist mir aber dabei, dass man nicht nur auf das Methodische schaut, sondern ich habe das heute Nachmittag gerade mit meinem Team zufällig diskutiert. Wir brauchen eine Vielzahl unterschiedlicher Experten, die sich gemeinsam Gedanken über Zukunft machen. Wenn wir über Mobilität der Zukunft beispielsweise sprechen, könnten Sie natürlich nur mit Verkehrsplanern oder Verkehrsforschern darüber diskutieren. Wir finden es aber genauso wichtig, darüber mit Architekten zu sprechen, darüber mit Designern zu sprechen und eventuell sogar mit betroffenen Bürgern, die auch ein Bild und eine Vorstellung von ihrer Zukunft haben. Und unsere Erfahrung ist schlicht und einfach, je diverser, je unterschiedlicher die verschiedenen Experten sind, desto vollständiger wird ihr Bild. Und das ist genau das, was wir dann tun, ob wir das strukturiert, methodisch, vorgegeben im Rahmen einer Szenarioanalyse machen, ob wir das in einem Expertenkreis machen, wie auch immer. Ich glaube, die Heterogenität, die Interdisziplinarität sowohl der Experten, mit denen wir sprechen, als auch ganz spezifisch der Teams, die an diesen Zukunftsbildern arbeiten, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Dann vergisst man wichtige Aspekte, die dann natürlich für die Zukunft auch hochrelevant werden wollen, nicht. Und so gehen wir auch in die Betrachtung von Technologien in der Zukunft. Wie werden sich menschliche Routinen verändern beispielsweise? Wie werden Menschen neue Technologien akzeptieren? Was sind beispielsweise Barrieren bei der Einführung einer neuen Technologie? Wie kann man gerade auf der menschlichen Seite, nicht auf der technischen Seite, und wie muss man zukünftige Produkte mit diesen Technologien gestalten, dass sie tatsächlich auch attraktiv für Menschen sind und dass diese sie dann auch nutzen?
Das ist so im Groben unser Ansatz, wie wir an Zukunftsforschung herangehen. Werden wir gleich noch einige Aspekte vertiefen. Ich würde zunächst gern Frau Professor Schreiber noch mit ins Boot holen, das Stichwort Diversität der Experten, die da gemeinsam sich den Kopf zerbrechen, was künftig möglich sein könnte im Rahmen der naturwissenschaftlichen Gesetze und der gesellschaftlichen Möglichkeiten. Das ist wahrscheinlich was, was auch Sie unterschreiben würden, weil der Ethikrat ist, wenn man mal guckt, wer da drin sitzt, auch ein sehr heterogen zusammengesetztes Gremium. Ja, also ich habe mich jetzt sehr gefreut über die Antwort von Frau Reb, weil die hätte ich, glaube ich, ganz genauso gegeben. Also ist auch im Ethikrat so und auch grundsätzlich glaube ich, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht mehr nur in unserem eigenen Fachdisziplin denken, sondern dass wir uns wirklich interdisziplinär austauschen können. Und im Ethikrat haben wir im Moment tatsächlich, wir haben Philosophen, wir haben Theologen, wir haben viele Naturwissenschaftler, also sowohl aus den Lebenswissenschaften als auch Physiker. Wir haben aber auch unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Also wir haben Patientenvertreter dort drin. Wir haben verschiedene Religionen vertreten und das macht das Ganze sehr spannend, weil man ja alleine zwar schon auch verschiedene Szenarien durchdenken kann, aber man hat natürlich immer noch viel mehr beieinander, wenn man dann wir sind im Moment 24 im Ethikrat, also zu 24 darüber diskutiert. Und das ist einfach also horizonterweiternd und dann kann man auch sehen, wo konvergiert man wieder. Das ist, glaube ich, das Geheimrezept für alle Prognosen in der Zukunft, dass man es nicht alleine macht, sondern mit vielfältigen Meinungen und vielfältigen Standpunkten. Das Spannende am Ethikrat, das ist ein stellvertretender Vorsitzender, Sie ja sehen, ist ja, dass der sich seine Themen selber aussuchen darf. Das unterscheidet Sie ein bisschen von dem Auftragsexperten für die Zukunft der Landwirtschaft, Peter Strohschneider, der Ihnen, also von der Bundesregierung beauftragten Experten, der neben Ihnen sitzt, und von Marianne Reb, die natürlich die Interessen und Perspektiven des Konzerns vertreten muss. Wie geht man dann, wenn so ein heterogenes Gremium zusammentritt, überhaupt vor, um sich auf gemeinsame Themen zu einigen? Also welche Zukunftsszenarien man ins Visier nimmt? Ja, ist eine spannende Frage und die ist recht leicht zu beantworten. Das ist ganz demokratisch. Das heißt, es gibt immer Zeitpunkte, wo es darum geht, wir suchen neue Themen und dann können wir alle, also jeder einzelne, Vorschläge einbringen. Entweder schon in kleinen Gruppen oder auch mehrere und die werden dann diskutiert. Dann muss man so ein bisschen Werbung machen für sein Thema. Und dann wird im Endeffekt nach Beratung darüber dann abgestimmt. Das heißt, der Rat sucht sich dann unter den Vorschlägen die Themen heraus, die alle am meisten interessieren und die alle am spannendsten finden. Und ich finde, da sind bisher auch sehr, sehr spannende Themen bei rausgekommen. Also wenn ich da kurz etwas Werbung machen darf, wir haben im Moment eben eine Arbeitsgemeinschaft für Mensch-Maschine-Interaktion, künstliche Intelligenz. Wir befassen uns aber auch mit dem Suizid und mit der Pandemie. Also das heißt, es ist sehr, sehr breit. Und das macht es auch wieder interessant. Thematisch extrem breit, sieht man auch, wenn man auf die Webseite des Ethikrates mal klickt, also ein sehr breites Portfolio. Stichwort künstliche Intelligenz greifen wir nachher vielleicht gleich noch auf. Die wird auch bei autonomen Fahren ja eine wichtige Rolle spielen, wo Frau Reb wahrscheinlich was dazu sagen würde. Ich würde aber gerne noch einen Schritt zurückgehen und nochmal versuchen zu rekapitulieren, inwiefern natürlich Zukunft oder Dinge, die für besonders zukunftsträchtig gehalten werden, wenn wir auf Technologien schauen, auch der Konjunktur unterliegen. Also ich arbeite jetzt seit 20 Jahren als Wissenschaftsjournalist. Ich kann mich noch an viele Buzzwords erinnern, die da so in den Jahren kamen. In den 1990er Jahren war Biotechnologie das nächste große Ding. Dann folgten vielleicht nicht unbedingt dieser Reihenfolge Nanotechnologie. Dann kam die Gentechnik, dann kam die künstliche Intelligenz, dann kam die Materialforschung mit Graphen und anderen Dingen. Gerade ist die Quantentechnologie die nächste große Idee, die man verfolgt. Interessanterweise tauchen dann, wenn man sich das so anschaut, in all diesen Förderanträgen und Technologie-Roadmaps auch zum selben Zeitpunkt immer dieselben Buzzwords auf. Das bringt mich zu der Frage an Sie, Herr Strohschneider, die Sie diesen ganzen Innovationsprozess ja schon seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen verfolgen. Unterliegen denn auch Zukunftsforscher, Trendscouts und Innovationsmanager dem Herdentrieb? Also wie sollte man als Trendscout von Trends frei sein? Das ist ja, glaube ich, nicht möglich. Ich würde vielleicht einfach zunächst mal nur an einen kanonischen Text, der jetzt so 1600 Jahre alt ist, zu der Frage der Zukunft erinnern, nämlich Augustins Confessiones. Da gibt es eine der fundamentalen Reflexionen über die Zeitverhältnisse, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das Argument lautet kurz gefasst, es gibt gar keine Vergangenheit, es gibt nur die Erinnerung, die gegenwärtige Erinnerung an die Vergangenheit. Und es gibt auch noch keine Zukunft, sondern es gibt nur die gegenwärtigen Erwartungen an die Zukunft. Und das ist das Problem jeder Prognose, ob ich die sozusagen methodisiere, ob ich die imaginiere, ob ich die mit KI
Instrumenten zu machen versuche. Sie ist ganz entscheidend geprägt von den gegenwärtigen Erwartungen. Und diese gegenwärtigen Erwartungen, die verändern sich. Die sind volatil, die kann man in Moden, in Trends, in Buzzwords, wie immer Sie das nennen, zusammenfassen. Und das ist auch gar nicht überraschend, denn in der Frage, was wird projiziert für die Zukunft, und wenn man solche Wörter nimmt, wie Sie aus der Technologieentwicklung sie zitiert haben, dann stecken da ja enorme politische, ökonomische, gesellschaftliche, industrielle Interessen dahinter. Und dass die sozusagen Eigenlogiken gehorchen, nämlich gewissermaßen ihre eigenen Innovationsansprüche, es kommt etwas Neues in unserer Gesellschaft, in unserem Typ von Gesellschaft, ihre eigenen Innovationsansprüche sozusagen dauernd performieren zu müssen, das ist ja ziemlich klar und erzeugt dann in dieser Weise Moden. Aber daran ist nichts Schlechtes, nicht? Also ich würde nicht sagen, dass es eine vernünftige Erwartung wäre, dass es Prognosen geben könne, die nicht in dieser Weise von den diskursiven Zuständen einer Gesellschaft zum Zeitpunkt der Abgabe der Prognose determiniert werden. Nun ist die Wissenschaftsgeschichte ja aber auch voll von Beispielen von Expertinnen, die eigentlich ein sehr gutes Radar für künftige Entwicklung gehabt haben müssten, die völlig daneben lagen. Berühmtes Beispiel ist das Zitat von IBM-Chef Thomas Watson, der in den 40er Jahren prognostizierte, dass es weltweit einen Markt für insgesamt vielleicht 5 Computer geben würde. Ein anderes bekanntes Beispiel, der deutsche Zukunftsforscher Matthias Hawkes, prognostizierte 2001, das Internet wird kein Massenmedium werden. Kam dann anders. Und Bill Gates, den Sie alle kennen, versprach 2004, in 2 Jahren wird das Problem mit den Spam-Mails gelöst sein. Also wenn ich mein Mail-Postfach angucke, dann hat er bis heute nicht geliefert. Stellt sich also letztlich die Frage, welchen Prognosen kann man trauen und wie müssen Expertengremien zusammengesetzt sein, dass halbwegs zuverlässige Vorhersagen rauskommen? Wir haben schon über die diverse Zusammensetzung dieser Gremien gesprochen. Reicht das oder muss da noch mehr dazu kommen? Frau Reb, wie sieht das bei Ihnen aus, bei Daimler? Ich mag diese Beispiele, kennen Sie natürlich auch. Und ich glaube, was wir vor allem tun können, und das ist das Spannende für den Zukunftsforscher, dass man sich immer anschaut, welche Rahmenbedingungen, welche Prämissen, welche Einflussfaktoren wurden nicht berücksichtigt bei dieser Prognose. Das heißt, wovon ging derjenige, der die Prognose gemacht hat, aus, also der Bedarf an 5 Computern weltweit, wenn man sich anschaut, wie groß ein Computer zu dieser Zeit war und was der gekostet hat, dann konnte sich derjenige, der die Prognose veröffentlicht hat, nicht vorstellen, dass das alles mal viel kleiner und viel preiswerter werden wird. Ne? Und das ist eigentlich viel wichtiger, als sich darüber zu amüsieren. Wir haben sicherlich auch falsch gelegen an der einen oder anderen Stelle mal, aber viel wichtiger, als sich darüber zu amüsieren, ist für mich immer zu sagen, wo liegen unsere blinden Flecken, wo liegen die Systemgrenzen, über die wir meinen, nicht hinüberzukommen. Und das ist eigentlich dann auch Gegenstand einer vernünftigen Zukunftsprognose, dass man diese, ein Kollege von mir hat das mal so, vermeintlichen Letztgewissheiten, dass man die mal in Frage stellt und sich fragt, was wäre denn, wenn wir das alles viel preiswerter beispielsweise produzieren können? Was wäre denn beispielsweise, wenn die Technologie so weit fortschreitet, dass das alles erschwinglich ist für jeden? Also ich kann es nicht in jedem Fall sagen, aber ich glaube, das ist die spannendste Beschäftigung in der Zukunftsforschung mit den vermeintlichen Grenzen. Und was müsste passieren, wenn man diese Grenzen aufheben würde? Was wäre, wenn wir genug Geld hätten für alle? Und wie kommen wir dann letztendlich zu, da sind wir wieder bei der wünschenswerten Zukunft. Also ich denke, klar kann man falsch liegen, die Aufgabe eines Zukunftsforschers, und ich mache das schon sehr lange, erst in der Daimler AG, jetzt in der Mercedes-Benz AG, ist, dass man kontinuierlich lernt, auch aus dem, wo man vielleicht mal falsch gelegen hat, und sagt, aber auch, woran lag es denn, worin habe ich mich getäuscht und was waren die Fehlannahmen, um das vielleicht beim nächsten Mal auszuschließen. Und natürlich schlicht und einfach, es ist auch nicht so, dass Sie als Zukunftsforscher einmal eine Prognose, eine Aussage in die Welt stellen und nie wieder auf dieses Thema schauen,
sondern genauso wichtig wie einmal eine Trendaussage zu machen, Szenarien zu erstellen, ist es regelmäßig wieder drauf zu schauen und zu sagen, hat sich in der Welt etwas verändert, ist etwas Unvorhergesehenes passiert, was wir damals nicht berücksichtigt haben, und die kontinuierlich eigentlich auch anzupassen, diese Prognosen. Das ist kontinuierliche Zukunftsarbeit, und das ist eigentlich das, wofür ich da auch stehe. Ich hätte ja gleich eine Anschlussfrage dazu, Frau Reb, würde aber gerne Herrn Strohschneider kurz das Wort erteilen, der sich gemeldet hatte und auch noch was dazu sagen will. Ja, wenn ich darf, das ist, ich würde dieses Wort, also ich glaube, dass das sehr gut beschrieben ist, dass ein entscheidender Erfolgsfaktor oder auch Vertrauensfaktor für Zukunftsprognosen darin liegt, dass sie selbstreflexiv sein müssen, dass sie sich sozusagen unentwegt auf ihre blinden Flecken, wie Sie gesagt haben, auf ihre Constraints besinnen müssen. Und das kann man methodisch machen, das kann man auch sozusagen diskursiv einüben. Ich wollte diesen Ausdruck Letztgewissheiten aufgreifen, weil der gewissermaßen dem, was wir hier diskutieren, ein schönes Beispiel ist. Wenn Sie die Letztgewissheit nicht in Frage stellen, dass es am günstigsten ist, in einer pluralistischen und repräsentativ-demokratischen verfassten Gesellschaft zu leben, dann werden die Prognosen für die Behandlung des Klimawandels vermutlich anders aussehen, als wenn sie unterstellen, in einer autokratisch-autoritativ durchgreifenden Gesellschaft operieren zu können. Ne? Und das hat irre Folgen für die Szenarien, die Sie dann da dran knüpften, für die Handlungsmöglichkeiten, die Sie entwerfen. Zweite Bemerkung an dieser Stelle, weil Ihre Beispiele, Herr Krauter, ja vor allem Beispiele aus dem Bereich Wissenschaft und Technologieentwicklung waren. Ich würde vielleicht empfehlen, dass wir uns überlegen, ob Prognosen überhaupt über gesellschaftliche Entwicklungen vielleicht doch etwas anders zu beschreiben sind als Prognosen speziell für wissenschaftliche Erkenntnisprozesse und Technologieentwicklung. Und zwar deswegen, weil die Wissenschaft das System ist, vermittels dessen moderne Gesellschaften sich mit Überraschendem ausstatten. Also kann ja in einer alten Rolle sagen, ein gutes Forschungsprojekt ist dann erfolgreich, wenn es scheitert. Also wenn was anderes rauskommt, als bei der Antragstellung beschrieben worden ist, wenn das rauskommt, was bei der Antragstellung beschrieben worden ist, dann ist es sozusagen das alte Neue. Dann hat man die Unknown Knowns, wie das in einer berühmten Metapher heißt, sozusagen geknackt. Das sind vielfach Fragen der Technologieentwicklung. Wenn man aber die Unknown Unknowns beantworten will, die Fragen, von denen man noch gar nicht weiß, dass man sie künftig haben wird, entstehen völlig andere Bedingungen für prognostische Möglichkeiten. Ich habe diese Beispiele aus der Technologieentwicklung genannt, weil Technologien ja oft Türöffner sind für neue künftige Möglichkeiten. Also Beispiel, der Transistor hat uns den Computer beschert, der Laser hat uns Glasfaser und damit das Internet beschert. Gibt viele Beispiele für diese. Aber also, nichts ohne allgemeine Relativitätstheorie. Da haben Sie, das ist eine ziemlich theoretische Angelegenheit. Ohne Einstein, geht natürlich nie irgendwas, genau. Aber deswegen ist dieser Punkt ja schon interessanter. Auf diese überraschenden Entwicklungen würde ich gerne gleich noch zu sprechen kommen. Wir haben das Stichwort Wildcards hier auch für die Diskussion uns noch vorgenommen. Da gibt es spannende Dinge zu sprechen. Ich würde aber gerne kurz einen Punkt aufgreifen, den Sie, Frau Reb, gerade angerissen haben. Sie haben gesagt, naja, klar, auch so ein Konzern ist mit seinen Prognosen nicht immer richtig. Ich hatte das Gefühl, die deutsche Automobilindustrie insgesamt war jetzt mit ihrer Strategie in Sachen Elektromobilität jahrelang nicht so gut beraten. Man hat ja nur mal ein Beispiel zu nennen, der Schließung der letzten Batteriezellfabriken in Europa vor wenigen Jahren quasi schulterzuckend zugeschaut, hat das so hingenommen, hat letztlich argumentiert, das ist keine Schlüsseltechnologie, die brauchen wir nicht selbst zu beherrschen, können wir zukaufen. Heute weiß man, rund 40% der Wertschöpfung bei einem Elektroauto entfallen auf den Akku, und europaweit werden jetzt Gigafactories aus dem Boden gestampft. Auch Daimler ist natürlich inzwischen aktiv, wie alle großen deutschen Autokonzerne. Ist das so ein Blind Spot, wo Sie sagen würden, ja, also im Nachhinein muss man natürlich sagen, war eigentlich ein Fehler. Hätte man klüger, früher und billiger anders lösen können? Das betrifft jetzt unternehmerische Entscheidungen und weniger die Prognosen, aber die Frage ist absolut berechtigt natürlich. Was ich gelernt habe als Zukunftsforscherin, Sie können sehr früh die sich nachher als richtig herausstellenden Prognosen kommunizieren, aber manchmal sind sie zu früh damit einfach. Dann ist die Zeit noch nicht reif dafür.
Und wir reden hier von großen Investitionen und die tun sie natürlich, die machen sie an der Stelle, wo sie eine klare Strategie entwickelt haben. Und die heißt bei uns, wir sind ab 2030 darauf eingestellt, nur noch elektrische Fahrzeuge zu verkaufen. Und in dem Moment, wo man so eine unternehmerische Entscheidung getroffen hat, muss man natürlich auch in allen Konsequenzen das nachziehen. Und das wäre vor ein paar Jahren einfach zu früh gewesen. Wir sind, glaube ich, jetzt alle, ich habe gerade im Auto gehört, es wurden 200.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland verkauft dieses Jahr. Das ist eine Zahl, die noch weit höher ist als in den letzten Jahren. Beim Thema Elektromobilität waren sich alle lange unsicher, wird es funktionieren, werden es auch, in dem Fall auch, werden es die Kunden, werden es die Menschen wollen. Und solange wir dann über große strategische Entscheidungen, an denen große Invests hängen, brauchen sie natürlich eine gewisse Sicherheit, dass sie die dann auch tätigen. Und das ist in dem Fall so, wie Sie sagen, wir tun das jetzt. Aber man läuft natürlich Gefahr, in der Zeit, wo man noch ein bisschen mehr Sicherheit braucht, in welche Richtung wird es gehen, dann vielleicht mal eine kleine Fehlentscheidung zu fällen vermeintlich, aber auf der anderen Seite muss man dann, wenn man klar entschieden ist, natürlich auch sagen, und jetzt gehen wir da ganz rein und das tun wir. Welche Rolle bei der Glaubwürdigkeit von Expertengremien oder bei der Qualität der Prognosen, die sie erstellen, spielt eigentlich Volkes Stimme? Diese Frage würde ich Ihnen, Frau Schreiber, gerne stellen, weil mir ist aufgefallen, wenn Expertengremien mögliche Zukünfte planen, und das passiert ja bundesweit ständig auf ganz vielen Ebenen, in Unternehmen, auf Regierungsebene, gesellschaftlich, dann gibt es da inzwischen immer häufiger Events, wo Bürger einbezogen werden, relativ früh in Entscheidungsprozesse. Sei es beim Thema Energiewende, sei es bei künstlicher Intelligenz, wo es um ethische Fragen von deren Einsatz geht, aber auch bei Keimbahntherapie mit CRISPR-Cas und solchen Dingen werden immer häufiger Bürger im Vorfeld von Entscheidungen einbezogen. Also man will quasi Normalsterblichen Gehör verschaffen in diesen Prozessen. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht? Welchen Zweck erfüllt das? Ich finde das schon sehr wichtig, weil das ist ja auch etwas, was wieder zu dieser Pluralität der Meinungen beiträgt. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Schweizer Modell so gut finde, wo quasi fast jede politische Entscheidung, hat man den Eindruck, auch einem Bürgerentscheid, also aus dem Bürgerentscheid folgt. Da werden auch zum Teil Rollenspiele sogar gemacht, habe ich gehört, in der Schweiz, ne? Wo Bürger dann quasi diese Entscheidung schon mal durchspielen. Ja? Das ist ja an sich nicht schlecht, aber ich glaube, man muss halt aufpassen, dass diejenigen, die dann entscheiden, auch wirklich gut informiert sind und dass man nicht einfach nur gezwungen wird, irgendwo ein Kreuz hinzumachen und hat sich damit gar nicht richtig befasst. Aber für die Kreativität, um jetzt wirklich eben die Breite der Meinung wiederzuspiegeln und auf neue Ideen zu kommen, ist es eben ganz wichtig, viele Personen einzubinden und eben auch nicht nur die Akademiker, die jetzt auch manchmal in ihrem Elfenbeinturm sitzen, sondern eben auch wirklich mal zu gucken, wenn man jetzt von künstlicher Intelligenz redet oder von anderen Themen, ja auch jetzt in der Pandemie und Ähnliches, wirklich zu schauen, wie sind denn die Einzelnen betroffen? Und zwar nicht nur die, die in solchen Gremien sitzen, sondern wirklich in der Breite. Darum finde ich das sehr, sehr wichtig. Aber es kommt eben drauf an. Also bei Entscheidungen finde ich schon auch gut, wenn ja Politiker auch auf Expertengremien mit zurückgreifen, aber die wiederum dann auch auf die Meinung von einer breiten Bürgerschaft. Ja. Ich habe kürzlich bei einer Diskussionsrunde zur Klimawende mit einer jungen Wissenschaftlerin zu tun gehabt, die einen Satz gesagt hat, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Die sagte, Wissenschaftler sind sehr gut darin, Lösungen für ein Problem zu finden, aber sie sind oft nicht oder nicht immer gut darin, die richtigen Fragen zu formulieren. Ist da was dran, Herr Strohschneider? Und wenn ja, was bedeutet das für die Zukunftsplanung? Gott, was für schwierige Fragen, weil Problem und Lösung und Frage-Antwort zwei ganz verschiedene Logiken sind, die man nicht einfach so ineinander spielen kann. Ich würde vielleicht kurz noch mal an zwei Turns gerade anschließen und zwei Bemerkungen machen. Eine zu dieser, also Sie haben ja Bürgerräte und so etwas angespielt, die, glaube ich, indizieren oder die Wichtigkeit, die Funktionalität solcher Institutionen repräsentiert vor allem, zeigt vor allem, dass es eine gewisse Repräsentationslücke im Prozedieren unserer Demokratie gibt. Das ist eher ein, würde ich sagen, politikwissenschaftliches und verfassungstheoretisches Thema. Das andere, was ich sagen wollte, nimmt noch mal auf, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass Prognosen
und Entscheidungen voneinander entkoppelt werden. Prognosen leben eben von der Komplexität, von der Diversität der Imaginationen, der Methoden und so weiter. Sie sind Formen der Komplexitätssteigerung. Entscheidungsfähigkeit hängt daran, dass sie Komplexität reduzieren. Und zwar so weit, dass sie nur noch zwei Alternativen haben. Und deswegen ist es sozusagen klug, Forschungseinrichtungen, Zukunftsforschungseinrichtungen von unternehmerischen Entscheidungen zu entkoppeln. Aber es ist auch klug, solche Beratungsgremien wie den Ethikrat oder jetzt diese Zukunftskommission Landwirtschaft von Entscheidungen gerade zu entlasten und sie also frei zu machen, über die sich gerade stellenden Entscheidungsalternativen hinauszudenken. Also dieses ist für die Frage, wie entwerfen, planen wir Zukunft, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Entlastung von Entscheidungszwängen, von politischen Entscheidungszwängen, von politischen Legitimationszwängen, von gesellschaftlichen Rechtfertigungszwängen, ist eine wichtige Bedingung für die Qualität von Zukunftsentwürfen. Das heißt, wir haben einen Prozess, in dem Komplexitätssteigerung in dann Komplexitätsreduktion, Komplexitätssteigerung, also sozusagen ein pulsierendes System im Hinblick auf die Komplexität. Und dann würde ich sagen zu Ihrer anderen Frage, dass man das nicht pauschal beantworten kann. Es gibt Wissenschaftlerinnen, die sind hervorragend darin, immer im richtigen Moment die falsche Frage zu stellen. Und es gibt ganz viele Leute, auch im Wissenschaftssystem, die immer im falschen Moment dasselbe sagen, was sie früher auch schon gesagt haben. Und in vielem anderen unterscheidet sich das Wissenschaftssystem von anderen gesellschaftlichen Teilsystemen. Aber darin, dass es dort mehr oder weniger intelligente Leute, kreative Leute, Leute sozusagen mit der Fähigkeit, überraschende Perspektiven einzunehmen, überraschende Verknüpfungen von Sachverhalten einzunehmen. Darin unterscheidet es sich, glaube ich, nicht von anderen Gesellen. Das wäre ja auch schrecklich. Professor Strohschneider, Sie haben dieses Stichwort mangelnde Transparenz so ein bisschen angesprochen, dass es an manchen Stellen dass es vielleicht ein Defizit gibt. Das ist ein Punkt, den Sie, Frau Schreiber, auch im Vorgespräch erwähnt haben, das fand ich ganz spannend. Sie haben einen klugen Satz gesagt, über die Zukunft entscheiden diejenigen, die bestimmen, wohin das Geld fließt. Und wenn wir jetzt mal in den Bereich Wissenschaft und Technologieentwicklung schauen, weil eben, wie gesagt, die ja oft der Türöffner für neue Möglichkeitsräume sind, die wir künftig beschreiten können oder nicht, das müssen wir als Gesellschaft dann entscheiden, ob wir das wollen, würde ich da gerne doch nochmal drauf schauen. Also im Bereich Wissenschaft läuft es ja normalerweise so, dass irgendwelche Fördermittelgeber wie das BMBF oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder die EU-Kommission dann Fördermittelanträge ausschreiben und dann eben bestimmte Dinge gerade besonders leicht an Geld kommen, andere nicht. Also mit Quantentechnologie, hatte ich schon erwähnt, kann man gerade wahrscheinlich relativ gut seinen Förderantrag durchbekommen. Da hat die EU-Kommission ein milliardenschweres Flaggschiff-Projekt aufgelegt. Es gab aber auch schon mal ein anderes Flaggschiff-Projekt, das gerade ausgelaufen ist, das Human Brain Project. Da ging es um eine ähnliche Summe. Das ist hinterher dann nicht so gut gelaufen, wissen wir alle. Wie erleben Sie als Wissenschaftlerin, Sie sind ja auch im Bereich Computational Neuroscience selber aktiv, diese wichtigen Weichenstellungen, die ja letztlich über Jahre zementieren, welche Forscher sich über den Geldsegen freuen dürfen und welche nicht? Ist das ausreichend transparent aus Ihrer Sicht? Sind wir da gut aufgestellt? Also die Zukunftsfelder tatsächlich dingfest zu machen? Es gibt ja in der Wissenschaftsförderung zwei verschiedene Linien. Ja. Das eine ist, dass die Wissenschaftler selber Anträge stellen können, dann auch relativ frei über das, was sie forschen möchten. Und dann werden die von Kollegen begutachtet und dann gibt es vielleicht Mittel oder es gibt keine Mittel. Und dann wird aber auch ein Teil der Mittel über das Ministerium, über das BMBF vergeben und dort werden wirklich tatsächlich Themen gesetzt. Und das ist etwas, was vielleicht nicht schlecht läuft, aber auch gar nicht unbedingt so transparent demokratisch ist, weil da sind schon Wissenschaftler einbezogen, aber das ist nicht so, ich sag jetzt mal, transparent ausgewogen, wie es vielleicht bei anderen Prozessen der Fall ist. Trotzdem läuft es ja gut. Also ich glaube, wir haben jetzt keine großen Fehlinvestitionen zu verzeichnen. Es ist ja doch schon so, dass die Themen, die jetzt gefördert werden, auch immer wirklich Zukunftsthemen für das Land sind. Aber ein bisschen mehr Transparenz und auch vielleicht Beteiligung von Wissenschaftlern, gibt es ja auch sicherlich Einflussnahme auch von Wirtschaft, was ist da gewünscht, wäre gar nicht so schlecht. Ja.
Frau Reeb, ich habe gesehen, dass Sie, das habe ich in dem Artikel der Stuttgarter Zeitung, glaube ich, gelesen, in Ihrem Büro, Zukunftsbilder hängen haben, die die Daimler-Mitarbeiter inspirieren sollen, weiterzudenken, vorauszudenken. Ist das als Inspirationsquelle gedacht, um neue Ideen in die Welt zu bringen? Also unsere Zukunftsbilder, schön, dass Sie die gesehen haben. Manch einer bezeichnet sie als Wimmelbilder, weil sie relativ bunt und optimistisch sind. Das ist aber im Prinzip, eigentlich ist das ein Ergebnisformat unserer Arbeit. Das sind häufig Bilder von Städten der Zukunft. Eins davon zeigt Stuttgart in 2036. Und wir stehen da nicht nachmittags mal und malen bunte Bilder, sondern wir haben mit vielen, vielen Städten weltweit gesprochen, haben gesagt, ihr habt alle eine Smart City Strategie. Was versteht ihr denn darunter? Was sind die Designprinzipien für eine Stadt der Zukunft? Und welche Schritte geht ihr, um die Stadt der Zukunft, also die lebenswerte Stadt, die nicht mehr auto- oder verkehrsgerecht geplant wird, sondern wo Lebensqualität eine zentrale Rolle spielt? Was sind eure Pläne? Die Städte haben uns gefragt, was könnt ihr denn in Zukunft, was die Mobilität angeht, was wird die Zukunft der Mobilität bringen? Ab wann werden die Fahrzeuge elektrisch sein in der Stadt? Ab wann werden sie autonom fahren? Und so haben wir uns gemeinsam mit auch wieder unterschiedlichen Experten solche Zukunftsbilder erstellt, die dann auch mehr sind als eine einzelne Prognose. Ich kann natürlich sagen, wir sind in 20x, werden die Autos alle autonom fahren. Das ist schwer vorstellbar, was das bedeutet im Stadtbild. Aber jetzt ist in unserem Stuttgart-Bild ein autonomes Fahrzeug. Das ist ein Mensch drin, 2036, der eine Zeitung liest. Auch das ein Statement, das ist 2036 lesen, denn auch Zeitung. Und der bleibt aber stehen an einer Stelle, wo eine Fußgängerin die Straße überqueren möchte und das Auto projiziert ihr einen Fußgängerüberweg. Also nur um zu sagen, wir machen sehr abstrakte Themen, Technologiethemen, Mobilitätsthemen damit greifbar, machen es vorstellbar und wir sind absolut der Meinung, dass es bei uns ja darum geht, Zukunft zu gestalten. Und das kann ich nicht auf Grundlage von Dystopien im Allgemeinen, sondern im Großen und Ganzen braucht es diese positiven Zukunftsbilder, ob die Stadt dann genau so aussieht oder anders, ist nicht das Wichtige, sondern die Auseinandersetzung darum, wie kann man das denn gestalten. Und auch da sind wir wieder beim Thema Bürgerbeteiligung. In vielen dieser Städten haben wir erfahren, dass die Städte dazu übergegangen sind, nicht nur mit Experten, sondern eben auch mit ihren eigenen Bürgern über die Zukunft der Stadt zu sprechen. Und da entsteht gerade viel, wo auch wirklich dann gestaltet wird, wo nicht nur gesagt wird, wir wollen in 20 Jahren da sein, sondern was können wir denn heute anfangen zu tun, um bei einem solchen positiven Zukunftsbild irgendwann anzukommen. Das Beispiel autonomes Fahren, das Sie ansprechen, da haben wir auch alle ein Bild von. Das ist ja sehr spannend, weil da kann man eigentlich genau dieses Spannungsfeld mal aufzeigen. Zum einen geht es darum, die Technologie zu entwickeln, die inzwischen, nach dem, was man hört, schon weitgehend einsatzfähig ist, aber eben sicherheitshalber noch weiter erprobt wird, weil man natürlich keinen Rückschlag erleben will. Es zeigt aber auch, es reicht nicht, die Technologie zu entwickeln, sondern da muss, damit dieses Zukunftsszenario dann tatsächlich von der Gesellschaft auch mitgetragen wird, sind ja ganz viele andere Prozesse nötig. Also da müssten rechtliche Rahmenbedingungen geschafft werden, da müssten Haftungsfragen geklärt werden, all solche Dinge. Wer trifft da eigentlich wann die Entscheidung, welcher Zukunftspfad beschritten wird? Gibt es da an irgendeiner Stelle jemanden, der den Schalter umlegt? Oder ist das sozusagen ein kontinuierlicher Dialogprozess zwischen der Gesellschaft, dem Gesetzgeber und den Firmen, die zum Beispiel eine neue Nachfrage bedienen wollen von Menschen, die Zeitung lesen, während sie zur Arbeit fahren? Ja, also genau das, was Sie sagen. Auf der einen Seite geht es natürlich um die rechtlichen Fragen, aber auch da ist auf der einen Seite der Gesetzgeber und auf der anderen Seite natürlich die Entwickler der Technologie, die Auskunft geben, wann sind wir wie weit, wann können wir bestimmte Sicherheitsstandards natürlich gewährleisten. Es ist ja auch nicht so, dass so eine Technologie wie autonomes Fahren in dem Fall von 0 auf 100 springt, sondern wenn man sich heute die Fahrzeuge anschaut, dann können sie auf der Autobahn schon ein Stück weit mit unseren Fahrzeugen mal die Hand vom Steuer lassen und das Auto
lenkt selbst, das sind alles schon Schritte hin zu der Utopie, die wir noch haben oder zu dem Zielbild. Irgendwann macht das Auto in jeder Situation, und das ist noch ein bisschen das Hemmnis, also auch beim Mischverkehr in der Stadt und ohne Begrenzungen am Seitenstreifen und bei schlechtem Wetter und in Dunkelheit und alles, macht das Auto alles ganz selbstständig und ganz alleine. Dafür brauchen eine Menge Daten, dass ein Auto einen Baum erkennt und weiß, was ist ein Baum und. Also das sind Aushandlungsprozesse, die auf einmal auf der rechtlichen Seite sind. Viel spannender finde ich, und das ist unsere Perspektive immer darauf, was verändert sich denn in den Mobilitätsroutinen beispielsweise. Wenn Sie heute in der Stadt am Straßenrand stehen und wollen die Straße überqueren und es kommt ein Auto gefahren, dann haben Sie Blickkontakt mit dem Fahrer und sehen, der hat mich gesehen, er lässt mich rüber. Oder er hat mich nicht gesehen, dann bleiben Sie besser stehen. Wenn Sie in Zukunft ein autonomes Fahrzeug haben, wie erkennen Sie, dass dieses autonome Fahrzeug Sie erkannt hat? Auch mit solchen Fragen diskutieren wir heute schon natürlich auch mit den Gesetzgebern, mit anderen Parteien, wie können wir sowas in Zukunft gewährleisten, dass auch die Kommunikation zwischen Fahrzeugen, zwischen anderen Verkehrsteilnehmern auch zukünftig zu gewährleisten ist. Und da macht es dann auch ganz wenig Sinn, wenn da ein Hersteller einen Einzelweg geht, beschreitet, sondern das müssen Sie immer aushandeln mit allen Beteiligten. Und das tun wir dann auch. Beim Stichwort autonomes Fahren spielen lernfähige Systeme eine wichtige Rolle, weil diese Autos sozusagen nach und nach lernen, Fehler zu vermeiden und verschiedene Szenarien einfach durchzuspielen. Sie werden quasi trainiert, keine Fehler zu machen. Dann sind wir beim Stichwort, zumindest nicht weit vom Stichwort künstliche Intelligenz entfernt. Frau Schreiber, das ist eine Technologie, mit der Sie sich ja befassen, auch im Ethikrat, in dieser Arbeitsgruppe Mensch-Maschine, die Sie vorhin schon kurz erwähnt haben. Was kommt da auf uns zu und wie sollten wir uns als Gesellschaft darauf vorbereiten? Weil auch dort stellen sich ja genau dieselben Fragen an vielen Stellen. Technisch ist vieles möglich. Nur ob das dann gesellschaftlich auch akzeptabel, / wünschenswert ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Man muss also eigentlich einen Dialog führen, um Zielkonflikte zu benennen und idealerweise zu vermeiden. Wie geht man da vor? Ja, wir haben da sehr lange diskutiert am Anfang. Ich plaudere jetzt mal ein ganz klein bisschen aus dem Nähkästchen, auch wenn wir eigentlich über interne Beratung jetzt nicht so viel sagen dürfen. Aber es hat sich schon das für uns, genau. Ja, genau, das ist mir jetzt klar. Also wir haben am Anfang schon uns unterhalten darüber, unterschieden in starke und in schwache künstliche Intelligenz. Es gibt ja so auch gewisse Horrorvorstellungen, ja, die wir aus irgendwelchen Science-Fiction-Movies kennen, dass sozusagen die Maschinen dann die Macht übernehmen, selbstständig denken können. Und das ist natürlich etwas, da müsste man sehr lange, sehr ausführlich darüber sprechen, ob man das überhaupt möchte, haben aber auch festgestellt, da haben wir alle keine Glaskugel. Wir wissen alle nicht, ob das überhaupt mal kommen wird. Und der Ethikrat, der guckt eher in die unmittelbare Zukunft und nicht in die ferne Zukunft. Darum befassen wir uns jetzt eher mit dieser sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz. Und das hat halt genau zum Beispiel auch mit autonomen Fahren zu tun, mit Algorithmen, die eingesetzt werden, die also nicht wirklich klug sind oder selber denken können, die uns aber Aufgaben abnehmen können. Und auch das stellt uns schon vor ethische Herausforderungen. Ja, also wir können jetzt zum Beispiel an den Schulunterricht denken. Wir haben heute schon über das Thema Bildung gesprochen. Wie viel möchten wir denn, dass Lehrinhalte oder auch die Tätigkeit des Lehrers ersetzt wird durch Computerprogramme, die intelligent sind? Das kann große Vorteile haben, weil man kann viel individueller auf die Schüler eingehen. Der Lernfortschritt, das kann also so ein Programm teilweise viel gezielter für einzelne Schüler leisten, als das ein Lehrer frontal in einer Klasse vor 30 Leuten kann oder 30 Schülern. Auf der anderen Seite möchte man das vielleicht auch nicht, dass der Lehrer komplett weg Fällt. Ja, ein anderes Problemfeld wäre in der medizinischen Diagnostik. Da ist es sicherlich so, dass solche gut trainierten Algorithmen besser als die besten Experten irgendwann mal erkennen können, wenn sie einen Gewebeschnitt sich angucken oder ähnliches, ist das ein Krebsgeschwür enthalten oder nicht? Wie muss man vorgehen? Also da möchten wir diese Technik zum Einsatz bringen. Wir möchten aber natürlich nicht, dass irgendwann mal man überhaupt keinen Kontakt mehr mit dem Arzt hat, ja, sondern muss sich immer fragen, wo ist dann die Grenze? Wie viel darf ich ersetzen?
Und man hat auch ein ganz anderes Problem, zum Beispiel, wenn man das alles der Technik überlassen würde, dann sind die Ärzte ja irgendwann auch nicht mehr trainiert. Also in der Medizin lebt man ja davon, dass Ärzte täglich mit solchen Diagnosen umgehen müssen und damit auch selber lernen, das zu klassifizieren. Wer soll das dann irgendwann mal überprüfen, wenn das eigentlich, also wenn die Ärzte selber da quasi entlastet werden und das gar nicht mehr tun müssen? Das sind jetzt nur so zwei Beispielfeldern, so Fragen, die wir uns stellen, also die wir betrachten und wir einfach ein bisschen versuchen, vorauszudenken und zu überlegen, wo wäre es sinnvoll einzusetzen und wo kommen wir vielleicht doch an eine Grenze, wo wir sagen, das würden wir jetzt auch in unmittelbarer Zukunft vielleicht nicht wirklich empfehlen. Mhm. Ja. Die Empfehlung ist das eine, die politische Entscheidung, also die auf Prognosen basierte Empfehlung oder Szenarien basierte Empfehlung ist das eine. Die Entscheidung wird dann von anderen getroffen. Das hat Peter Strohschneider vorhin schon klar gemacht, dass man da wirklich differenzieren muss und das idealerweise auch komplett entkoppelt. Die Entscheidung wird dann auch von vielen anderen Faktoren letztlich beeinflusst. Also von der Politik, die Rahmenbedingungen vorgeben könnte, von der Industrie, die vielleicht neue Technologien hat und neue Nachfragen bedienen kann, aber auch von der Gesellschaft letztlich, die ja Präferenzen artikuliert oder auch sagt, bestimmte Dinge sollten tabu bleiben. Herr Strohschneider, wie ist das bei Ihnen? Also dieser Übergang von dem Szenario, das Sie zum Beispiel entwickelt haben in der Zukunftskommission Landwirtschaft in die praktische Politik. Wie läuft das jetzt? Sie haben dieses 100-seitige Papier vorgelegt, das in einem Jahr erarbeitet worden ist unter Beteiligung ganz vieler Stakeholder. Was passiert da jetzt damit? Was sollten Entscheidungsträger Ihrer Ansicht nach damit idealerweise tun? Ich wollte noch sagen, dass die Autonomisierung der Maschinen oft verknüpft ist mit der Heteronomisierung der Subjekte. Und in dieser Spannung finden diese Probleme statt, die Sie, glaube ich, beschrieben haben gerade. Ja, mit dieser Zukunftskommission, gut, also wir haben das ein bisschen versucht zu methodisieren, Prognosen, Szenarien zu entwickeln. Und diese Szenarien hatten vor allem die Funktion, das habe ich eingangs schon kurz angedeutet, sozusagen die Diskussionsdynamik in dieser Kommission zu modulieren. Das ist aber eine Kommission gewesen, die ja nicht eine Expertenkommission oder eine Bürgerkommission gewesen ist, sondern die zusammengesetzt war aus Vertretern organisierter gesellschaftlicher Interessen, unterschiedlicher Interessen auf Seiten der Landwirtschaft, unterschiedlicher Interessen auf Seiten der Lebensmittelindustrie, der Verbraucher, der Reifeisenverbände und so weiter, unterschiedliche Interessen auf der Seite der Umweltverbände. Und dann gab es da auch eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die eine ziemlich wichtige, sozusagen neutral moderierende und informierende Position hatten. Wie das jetzt funktioniert, kann man gewissermaßen einmal formal und dann auch versuchen, politisch zu beschreiben. Formal hat die Kommission far beyond any expectations, würde ich sagen, einen ziemlich umfangreichen und auch ziemlich gehaltvollen. Er ist sehr detailliert, der Bericht, sehr konkret. Ziemlich konkreten, und zwar wirklich unerwartet konkreten und auch im Hinblick auf politische Vorschläge, unerwartet konkreten Bericht einstimmig verabschiedet. Also das hätte überhaupt nie jemand zu prognostizieren gewagt, wenn wir bei den Zukünften sind. Das ist sozusagen der Rückblick auf eine vor einem Jahr noch für völlig ausgeschlossen gehaltene Zukunft, die sich dann doch hat realisieren lassen. Nun ist dieser Bericht bei der Bundesregierung, ich habe ihn der Bundeskanzlerin übergeben und damit ist auf eine gewisse Weise die Arbeit der Kommission zunächst mal abgeschlossen. Jetzt hat es im Wesentlichen, würde ich sagen, gibt es zwei verschiedene Felder, wo ein solcher Bericht über eine zukünftige Entwicklung von Agrar- und Umwelt- und Ernährungspolitik in der Bundesrepublik in Europa wirkt. Das eine ist, die ganzen Vertreter der beteiligten Verbände, das waren die Präsidentinnen und Präsidenten des Bauernverbandes, von Greenpeace und so weiter, der Verbraucherzentralen und so, die Vertreter dieser Verbände, durchwegs Spitzenvertreterinnen dieser Verbände,
müssen den Kompromiss, den Sie geschlossen haben, in Ihren Organisationen verteidigen, rechtfertigen und mittels dieses Berichts die Position der Organisationen auch modulieren, weiterentwickeln, fortschreiben, würde ich sagen. Deswegen ist ganz wichtig, dass in dieser Kommission da lauter Präsidentinnen und Präsidenten drin waren und nicht Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter an jedem Schritt zu Hause anrufen müssen und sagen, darf ich dieses Wort noch mitgehen oder muss ich jetzt sozusagen, also wir haben ja keine Prokura für solche Verhandlungsprozesse. Das ist die eine Seite, also das Feld der organisierten Interessenvertretungen in der Republik wird dadurch moduliert. Das andere ist die politische Diskussion, die öffentliche und politische Diskussion. Es gibt ein ziemlich elaboriertes System der Agrarpresse, das nicht jedermann täglich liest, ich aber neuerdings schon. Und da gibt es enorme Debatten über dieses Papier und was daraus folgt. Und dann ist natürlich der Horizont, in den hinein dieser Abschlussbericht dieser Zukunftskommission Landwirtschaft gesprochen ist, der Horizont ist, um das ziemlich unverblümt zu sagen, die nach dem nächsten Sonntag anstehenden Sondierungs- und Verhandlungsgespräche zur Bildung neuer Konstellationen. Und es ist eben so, das kann man sagen, weil es sozusagen auch publizistisch verarbeitet ist. Es ist so, dass von den meisten, also sagen wir von allen bis auf eine Ausnahme, den im Bundestag vertretenen Parteien, die zuständigen und auf der Bundesebene ziemlich maßgeblichen Fachpolitiker in umfangreichen Interviews erklärt haben, das sei im Grunde sozusagen der Pfad, auf den sich das Agrar-, Umwelt-, Ernährungssystem in der Bundesrepublik entwickeln müsse. Es gibt ziemlich spektakuläre, wenn ich das sagen darf, Entwicklungen, wie die, dass in Schleswig-Holstein, das hat eine schwarz-grüne Regierung, der Ministerpräsident und der Agrarminister vor 14 Tagen oder 3 Wochen mit den Interessenvertretern in ihrem Land einen Kontrakt sozusagen geschlossen haben, dass die schleswig-holsteinische Agrarpolitik sich künftig an diesen Leitlinien und an diesen Schrittfolgen, an dieser Beschreibung des Systems und seiner Weiterentwicklungsmöglichkeiten orientieren wird. So wird das dann konkret. Abstrakter gesprochen würde ich sagen, solche Papiere von Kommissionen, die diese Art von Aufmerksamkeit und auch politischer Legitimität haben, verändern die Begründungslasten in öffentlichen Debatten. Das ist ihre wichtigste Funktion. Bestimmte Positionen werden jetzt plötzlich leichter vertretbar, bestimmte andere Positionen geraten massiv unter Druck. Frau Schreiber, ist das auch Ihre Erfahrung? Ist das letztlich auch das, was der Ethikrat mit seinen Stellungnahmen, mit seinen Zukunftsszenarien, die er entwirft und durchdenkt, erreichen kann? Dass man konkret Standpunkte verändern, verschieben, Perspektiven verändern kann? Ist das das, was Zukunftsplaner für sich wünschen? Wir wollen, glaube ich, gar nicht so sehr Standpunkte verändern, sondern wir wollen sie möglichst umfassend beleuchten und begründen. Es ist ja gar nicht so, dass der Ethikrat gerade bei schwierigen Fragen sich immer einig ist. Ja, die 24 Leute, wir, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, schlagen uns da im übertragenen Sinne auch mal die Köpfe ein. Ja, also natürlich sehr freundlich, guter Umgangston. Aber es ist halt so, dass wir da hart diskutieren und uns manchmal auch nicht einigen können. Und das, was dann das Spannende ist, was hinten rauskommt, ist, dass wir in unseren Stellungnahmen das auch auffächern und dann sowohl die eine Position als auch die Gegenposition begründen. Da stehen ja immer stichhaltige Argumente dahinter. Und im Wertekanon einer Person sagt man halt, okay, ich kann mich mehr diesen Argumenten zuordnen, die sind mir wichtiger. Und andere sagen, nein, mir sind die Gegenargumente oder andere Argumente aus dem Set wichtiger. Aber dadurch, glaube ich, schaffen wir einen weiteren Blick, der dann der Politik dienen kann für die Beratung. Also die können sich das dann anschauen und sehen dann diese meistens recht wohl durchdachten Begründungen und können dann selber entscheiden, nach bestem Wissen und Gewissen, wofür sie, also was sie am meisten überzeugt und dann auch entsprechend abstimmen. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel von der Präimplantationsdiagnostik. Das war vor meiner Zeit, darum darf ich mich da jetzt auch sehr lobend zu äußern, hatte ich also persönlich nichts mit zu tun. Und da gab es auch eine Stellungnahme, die ist dann tatsächlich 14-12 abgestimmt worden, also auch zwei sehr breite Positionen wurden aufgefächert und die Mitglieder des Bundestags haben sich das dann angeguckt und haben dann einige Monate später ein Gesetz erlassen und haben uns auch zurückgespielt, dass das wirklich sehr, sehr hilfreich war, dass man also diese fachlich begründeten Argumente hatte und dann hat jeder sich das herausgesucht, was sie eben persönlich am meisten überzeugt hat. Insofern geht es nicht darum, dass wir irgendwas Entscheidungen jetzt wirklich beeinflussen wollen, aber wir wollen dafür sorgen, dass sie
gut durchdacht sind und dass die Entscheider sie besser informiert treffen können. Ja? Sehr spannend. Wir hätten noch länger diskutieren können über Zukunftsplanung und den Impact und die Methoden, die sie letztlich hat und verwenden. Mit Blick auf die Uhr müssen wir hier aber einen Strich machen. Das war die Jubiläumsausgabe des 20. Geburtstags des Zeitforums Wissenschaft. Wir haben zurück und nach vorn geschaut, um zu erfahren, ob und wie die Zukunft planbar ist und wie wir uns auf Überraschungen vorbereiten können, die sie sicher bereithalten wird. Danke an unsere drei Zukunftsplanerinnen hier auf dem Podium. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde gerne enden mit einem Zitat von Abraham Lincoln. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. In diesem Sinne einen schönen Abend noch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, das war noch nicht das Ende. Das war nur das Ende für die Übertragung auf dem Digitalkanal Deutschlandfunk Dokumente und Debatten. Wir haben jetzt natürlich noch Zeit für Ihre Fragen, für Fragen aus dem Publikum. Ich habe auch gesehen, dass einige von Ihnen schon fleißig Kärtchen ausgefüllt haben. Und Friederike Busch würde die jetzt quasi stellvertretend für Sie als Publikumsanwältin hier in die Runde einstreuen. Wir haben noch ungefähr 20 Minuten, wo wir die Panelisten mit ihren Fragen konfrontieren können. Auch wenn Ihnen jetzt noch was einfällt, Sie sind auch noch ermutigt, die Frage zu Papier zu bringen. Friederike Busch, bitteschön, legen wir los. Dankeschön, ich bedanke mich auch für die Beteiligung und die schönen Fragen, die gekommen sind. Eine Frage widmet sich der Globalisierung. Ich stelle sie einfach an das gesamte Podium, wer antworten mag. Welche Rolle spielt die Globalisierung bei Innovationen und bei der Veränderung und ja, wie unsere Zukunft aussieht, also wie groß ist der Einfluss? Und dann noch etwas ganz anderes, die Religion. Wie beeinflusst die Religion weltweit unsere Zukunft? Das sind sehr große Fragen. Ich weiß nicht, wer zunächst antworten möchte, Herr Strohschneider. Also ich glaube, Globalisierung ist vielleicht eine Frage. Ja, da ist die ist der Ruf. Wir fangen mal mit der Globalisierung. Ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Fangen wir mit der Globalisierung an. Das ist vielleicht was, wo sicher Sie, Herr Strohschneider, Frau Reber, aber auch Frau Schreiber was dazu sagen können. Weil also vielleicht kann man ja mal, ich meine, das ist ja eine unbeantwortbar komplexe Frage und auch noch eine ziemlich allgemeine Frage, aber vielleicht kann man ja mal beginnen und sagen, also für die Mobilität, für den Automobilverkehr ist Globalisierung eine ganz andere Rahmenbedingung als für das Ernährungssystem und für die Landwirtschaft. Für beide jedenfalls eine Rahmenbedingung, die auf gar keinen Fall ignoriert werden darf. Automobilunternehmen wie viele Agrarunternehmen operieren auf globalen Märkten in unterschiedlicher Weise und mit womöglich konfligierenden Interessen. Also um das mal so an einem Beispiel zu sagen, im Hinblick auf den freien Welthandel hat vermutlich die Automobilindustrie, der deutsche Maschinenbau ganz andere Interessen als die deutsche Agrarindustrie und als das Ernährungssystem. Die Agrarindustrie und das Ernährungssystem würden eher ein Interesse daran haben, im Hinblick auf die Prozessqualitäten von Lebensmitteln, im Hinblick auf die Umweltexternalitäten, die negativen Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf die Umwelt, Außengrenzen regulatorischer Art einzuziehen, als das vermutlich in der Automobilindustrie ist. Also ich nehme jetzt dieses Beispiel, um zu sagen, da erzeugen globale Referenzrahmen von Interessenlagen auch innerhalb unserer eigenen Gesellschaft und ihrer eigenen Ökonomien reale ökonomische Konflikte, die die Gesellschaft aushandeln muss und die alles andere als trivial sind. Mag noch jemand ergänzen? Genau, Frau Schreiber, Stichwort Globalisierung. Ja, ich würde vielleicht ganz kurz aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz dann auch noch mal ergänzen, dass wir jetzt ja auch zur Kenntnis nehmen müssen, wir haben ja auch globale Player. Also es ist ja nicht mehr so wie sonst, dass man etwas in einem Land entwickelt und dann konkurrieren die Länder, sondern bei künstlicher Intelligenz spielen jetzt, also Google und Apple sind ganz vorne. Die besten Forscher werden tatsächlich, wenn wir Glück haben, nur im Sabbatical und ansonsten vollständig von Google aufgekauft. Und dann kann man fast überhaupt nicht mehr kontrollieren, wie dort auch solche Algorithmen entwickelt werden, wie die funktionieren. Und dann kann man zwar hinterher Gesetze erlassen, aber es ist ja auch nicht so leicht. Man kann vielleicht noch den Programmcode offenlegen, wenn die das mit sich
machen lassen. Aber das sind so ganz neue Herausforderungen, dass es eben zum Teil die wichtigen Player eben nicht mehr nur Staaten sind, sondern Unternehmen und die weltweit agieren und dann eigentlich Staaten fast nur hinterherhecheln können, um zu gucken, wie sie das noch so gestalten, dass es für ihre Bürger auch gut ist. Die Produkte, um die es dann geht, sind quasi eine Blackbox und man weiß gar nicht mehr so genau, was da drin passiert und ob man das gut oder schlecht findet als Gesellschaft. Ja, genau. Ich würde vielleicht aber dann doch auch, da schon viel zur Automobilindustrie gesagt wurde, das nochmal ergänzen, um auch, ich sehe die Gefahren, aber ich sehe absolut auch die Chancen. Und die Globalisierung bringt uns beispielsweise, ich sag mal, gerade wieder im Thema autonomes Fahren. China hat ein großes Interesse, ist weit vorne, investiert viel, fördert das Thema sehr und davon profitieren dann auch alle anderen wieder. Vielleicht aus meiner persönlichen Forschererfahrung noch, alle Themen, an denen ich arbeite, da arbeite ich eng zusammen mit Kollegen in den USA und in China. Wir als Unternehmen haben Standorte weltweit. Das ist wirklich Globalisierung. Und was ich dabei lerne, ist, dass wir alle durch diese Vernetzung, durch das Zusammenarbeiten ein solches großes Verständnis gewonnen haben, auch für andere Kulturen, andere Gesellschaften, andere Herangehensweisen, Umgang mit Technologien und Produkten, dass ich das einfach auch, ich kann es auch anders diskutieren, aber auch ausgesprochen bereichernd empfinde. Und ich würde es nicht nur in diesem Sicht, was sind die Nachteile für unsere Globalisierung. Ich glaube, es hat beides Vorteile und Nachteile. Stichwort Religion stand noch im Raum. Mag jemand, Herr Strohschneider, Sie wagen es, bitte? Ja, also das ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Wir haben jetzt über Zukunft gesprochen unter der Prämisse, dass die Zukunft offen sein und gestaltbar sein. Das ist eine Annahme, die durchaus nicht, also die kulturhistorisch alles andere als selbstverständlich ist, die Europäer mal so vor 250 Jahren gerade entworfen haben, in dem, was ein bedeutender Historiker Reinhard Koselleck die Sattelzeit genannt hat, den Umbau unserer Zeitkonzepte und die Öffnung der Zukunft. Religionen operieren ganz anders. Sie bauen auch Zukunft in die Gegenwart ein. Zum Beispiel durch Prophetien und alle möglichen Praktiken der Prognostikation. Also wenn Sie denken, Vogelschau und was man so alles kennt. Aber Sie machen damit immer sehr starke Annahmen über die Zukunft. Mindestens über das Ende der Zukunft. Jedenfalls die monotheistischen Schriftreligionen machen ziemlich starke Annahmen über das Ende der Zukunft. Die halten wir nicht für einfach implausibel. Sie haben aber eine besondere, sie haben aber eine besondere Leistung, weil sie nämlich stark komplexitätsreduzierend sind, um mal sozusagen auf der Ebene weiter zu argumentieren, von der wir gerade gesprochen haben, und damit Entscheidungen erleichtern. Also die Kanäle der möglichen Optionen so stark eingrenzen, dass die Führung des Lebens von einer ganzen Reihe von Zumutungen entlastet ist, die mit der europäischen Moderne in die globale Welt gekommen sind. Ja, da habe ich gleich eine Anschlussfrage, die dazu passt. Wenn die Komplexität reduziert werden muss, um Entscheidungen treffen zu können, haben wir dann überhaupt eine Chance, dass bei so komplexen Herausforderungen, wie zum Beispiel der Klimawandel, die richtigen Entscheidungen getroffen werden? Eine Chance schon, aber keine Gewissheit. Wie kann man das vielleicht erreichen, dass diese Entscheidungen, wenn sie so komplex sind, trotzdem getroffen werden können? Haben Sie vielleicht... Frau Schreiber wagt sich vor. Ja, ich wage mich jetzt mal vor. Es ist ja, wenn man Komplexität reduziert, heißt es ja nicht, dass man nur schwarz-weiß denkt und dass nur schwarz und weiß übrig bleibt, sondern dass man aus den vielen Graustufen, die am Anfang möglich sind, die richtigen raussucht, die eine gute Chance haben. Insofern würde ich sagen, dass eine Komplexitätsreduktion nicht unbedingt einhergehen muss damit, dass es dann zu einfach ist und keine guten oder passfähigen Lösungen sind. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und vielleicht eine zweite Bemerkung, die darauf dann sozusagen aufsetzen kann. Probleme, Gefährdungen, Bedrohungslagen dieses Ausmaßes und dieser Komplexität wie der Klimawandel
sind ja keine, die einer einmal und ein für allemal gültigen Entscheidung unterworfen werden, sondern in hochkomplexen, enorm vielfältigen und an vielen Stellen enorm kontingenten, das heißt weder notwendigen noch zufälligen Entscheidungen unterliegen und in diesen und rekursiv sind. Und in diesen Prozessen endlosen Entscheidens sind wiederum Reflexions- und Lernprozesse und auch Prozesse der Entscheidungsrevision möglich. Unter wachsendem Druck beim Klimawandel, unter wachsendem Problemdruck und unter wachsendem Zeitdruck. Das macht Reflexivität und Revision nicht leichter, aber im Prinzip jedenfalls unter der Bedingung der Revision. Das wird dann sozusagen im politischen Diskurs verhandelt als wir müssen nachsteuern. Also Sie haben das doch schon, Herr Krauter, 2030, 2038 ist ja sozusagen ein politisch sehr gehyptes Beispiel dafür, Kohleausstieg, wie, Kohleausstieg, wie sozusagen auch ein Kompromissbildungsprozess einer solchen Stakeholder-Kommission, Kohlekommission, auch eine Art von Modell für die Zukunftskommission Landwirtschaft, entwickelt wird, der dann in einem komplizierten Prozess, wo das International Climate Panel dazugehört oder das Bundesverfassungsgericht, die ja alle solche Entscheidungsprozesse mit beeinflussen, wo dann über Revisionsmöglichkeiten gestritten und neu entschieden werden muss. Also ab Sonntag, meine ich. Ne? Marianne Reb hat genickt und sie hat ja das vorher auch erwähnt, dass natürlich diese sowohl die Prognosen als auch die Entscheidung dann über mögliche Zukunftspfade ständig wieder revidiert werden müssen, zumal wenn sich die Umwelt halt so schnell entwickelt, wie wir, oder die Welt so schnell entwickelt, wie wir das in den vergangenen Jahrzehnten beobachten konnten. Ne? Ja, ich habe auch gleich noch eine Frage, eine recht kritische an Frau Reb. Ist eine Zukunft ohne Auto nicht auch vorstellbar? Beziehungsweise müssen wir Mobilität nicht sogar neu denken? Und kann man das überhaupt, wenn man für Daimler arbeitet? Also spielen Sie auch ganz radikal andere Zukünfte durch? Mit Sicherheit natürlich, das ist unsere Aufgabe. Und selbstverständlich denken wir über alle Optionen nach. Ich habe nur vorhin gesagt, wir machen das auch alles global. Man kann Extremszenarien nachdenken, formulieren, die auch heißen beispielsweise, wie sieht die Mobilität ganz ohne Auto aus. Wir sehen allerdings natürlich, wenn wir dann wieder ein bisschen realistisch hinschauen, dass es in sehr vielen Teilen der Welt sehr viele verschiedene Personen gibt, die durchaus entweder ein Auto wollen aus bestimmten Gründen oder tatsächlich darauf angewiesen sind. Wir beschäftigen uns nicht nur mit individueller Personenmobilität, sondern auch mit Logistikthemen und so weiter. Und da wird es neue Lösungen geben. Und wir sehen auch heute schon in den Städten, dass die ganze Mobilität viel multimodaler wird. Das heißt, es ist nicht mehr automatisch bei jedem Weg steige ich ins Auto und denke gar nicht drüber nach, sondern der heutige Städter überlegt, was ist denn jetzt gerade das beste Verkehrsmittel für den Weg, den ich gerade machen will. Also ich bin kein Freund, ich kann das gut verstehen, dass Sie das fragen, aber ich bin kein Freund von Schwarz-Weiß und gar keine Autos mehr ist schwarz und oder weiß, wie immer Sie wollen, sondern ich glaube, da verschiebt sich viel. Ich glaube, dass wir auch durch neue Technologien, die Autos werden elektrisch fahren, die werden autonom fahren, was vielleicht dann auch Neuerungen bringt im Kontext mit Carsharing. Wird das richtig spannend, wenn die Autos zum nächsten Kunden hinfahren können. Aber auch andere neue Mobilitätsmittel vom Lastenfahrrad über Seilbahn, darüber diskutieren wir alles und sagen, was ist wofür das beste Mittel. Und das ist nicht deswegen, weil ich für Daimler arbeite, behaupte ich mal, das kann ich jetzt nicht beweisen, dass das sonst anders wäre, aber ich versuche immer einen realistischen und auch der Lebenswirklichkeit der Menschen entsprechendes Bild zu generieren und zu sagen, selbstverständlich, wie können wir die negativen Folgen für Stadt und für Klima und so weiter stark reduzieren, und das tun wir auch, aber das muss nicht heißen, dass es zu 100% ohne Auto ist, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die es entweder brauchen oder aus anderen Gründen schätzen, und dann müssen wir es einfach umweltfreundlicher machen, emissionsfrei machen und damit auch wieder salonfähiger in einigen Städten, als es das heute vielleicht ist.
Gibt es weitere Fragen, Friederike Busch? Ja, es gibt noch eine Frage, ich würde jetzt sagen, die geht an Frau Schreiber. Wie wird sichergestellt, dass zukünftige Generationen an der Planung von Zukunft beteiligt sind? Müssten sie nicht mehr Mitsprache haben als andere? Also ja, ich würde sagen, eine ganz klassisch ethische Frage. Ja, es gibt auch ein ganz klassisches Ja dazu, dass das ganz wichtig ist, weil wir sozusagen gerade jetzt die jungen Generationen, die ja jetzt noch kein Wahlrecht haben, ich meine, in Berlin dürfen sie immerhin bei der Bezirksverordnetenversammlung schon jetzt ab 16 Jahren stimmen, aber auch die Kinder, die jetzt 3 Jahre alt sind und auch noch nicht geboren sind, haben natürlich ihre Ansprüche und wir beeinflussen die Zukunft jetzt ja schon mit. Wie man das gut löst, wie man damit umgeht, es ist jetzt, glaube ich, es ist auf jeden Fall eine Lösung, so Fridays for Futures, um jetzt mal als Beispiel zu nehmen, zu unterstützen und in den Austausch zu kommen, in die Interaktion zu kommen und gerade jungen Menschen auch gut zuzuhören. Und dann stelle ich fest, in den Gremien ist es einfach auch wichtig, dass wir da auch Leute haben, die Familie haben, sei es jetzt, dass sie selber Kinder haben oder dass sie im Bekanntenkreis Kinder haben und dass man einfach diesen Austausch, den man im familiären, im privaten Bereich hat, auch dann mit einbringen kann. Ja, also dass man einfach nicht nur immer von sich selber ausgeht, ich glaube, das machen die wenigsten in solchen Gremien, aber dass man einfach auch gezielt danach schaut und sich auch wirklich fragt, was ist nicht nur für mich, was ist nicht für die Generation, nur für die Generation meiner Eltern, sondern auch was ist mit den Kindern und den Urenkeln, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Ja, das muss man einfach mitdenken, genauso wie man bei der Zukunft verschiedene andere Dinge beachten muss. Ist aber vielleicht nicht immer so leicht, aber ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt mit, also dass es immer auch irgendwo mit bedacht wird. Vielleicht nicht immer ausreichend, aber doch, es ist dabei. Und gibt Peter. Also Peter Stohstrander wollte, glaube ich, ergänzen. Wollen wir das kurz dazwischen nehmen? Wenn ich das darf, ja. Also weil ich dazu nun tatsächlich ein modellhaftes Beispiel habe, wie ich glaube. In dieser Zukunftskommission Landwirtschaft waren nämlich 3 Frauen unter 30. Und ansonsten eher etwas gesetztere Herrschaften. Das ist ja auch sozusagen für die Moderatheit der Konflikte gut, wenn da ein paar Ältere dabei sind. Aber die Kommission hat 2 Mitglieder. Ich habe für die Kommission, bald nach dem Beginn der Kommissionsarbeit, 2 Mitglieder, nämlich die beiden jüngsten Mitglieder, deren eines für die BUND-Jugend in der Kommission ist und ein Fridays for Future-Aktivist und deren anderes die Vorsitzende Präsidentin des Bundes der Deutschen Landjugend ist. Also die beiden jüngsten Mitglieder waren aus der Umweltbewegung und aus der Landwirtschaftsvertretung. Ich habe vor einem Jahr diese beiden Mitglieder gebeten, sich zu überlegen, ob sie gemeinsam eine normative, nicht eine prognostische, sondern eine normative, eine wünschbare Zukunft einer ökologisch verträglichen und ökonomisch tragfähigen Landwirtschaft in Deutschland entwerfen könnten. Und dann haben die sich an die Arbeit gemacht und Weihnachten letzten Jahres waren sie völlig verzweifelt und dann hat die Geschäftsstelle und ich mit diesen beiden Kolleginnen intensive Gespräche geführt und im Februar haben die ein von ihnen beiden und von ihren Verbänden gemeinsam konsentiertes 5-Seiten-Papier, wie in Zukunft die Landwirtschaft aussehen könne, ein Kompromisspapier vorgelegt. Das ist nun so, wie die das formuliert haben im Februar, Bestandteil des Abschlussberichts gewesen und es hat eine ungeheure Kompromissdynamik in der Kommission erzeugt, weil diese ganzen gesetzteren Mitglieder zwar im Geheimen sagen können, die jungen Frauen haben keine Ahnung von Umweltpolitik und von ordentlicher Hofbewirtschaftung auch nicht, aber weil das öffentlich nicht in Frage gestellt werden konnte, was die beiden jüngsten Mitglieder, also die, die die Zukunft noch vor sich haben, können schlecht delegitimiert werden von denen, die die meiste Zukunft schon hinter sich haben. Und eine gewisse Gender-Logik steckte da auch drin. Also es wäre never ever gelungen, wenn wir nicht diese beiden Frauen dazu gebracht hätten, sich gemeinsam zu einigen. Ein anderes Szenario sind auch noch Zukunftsanwälte, die auch von manchen Soziologen zum Beispiel ins Feld geführt werden, also speziell abgestellte Experten, die in bestimmten Gremien wirklich nur die Aufgabe haben, die Interessen noch nicht geborener Menschen zu vertreten. Auch das ist ein Konzept, was mancherorts schon erprobt wird, wo wir vielleicht künftig noch mehr davon hören würden. Da sieht man ja, dass das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine Entscheidung gefällt hat am 24. März, dass diese Logik sozusagen mit Verfassungs
Dignität, will ich jetzt mal sagen, weil sehr kompliziert ist, was das im verfassungsrechtlich Einzelnen bedeutet, aber immerhin mit einer Art von verfassungsrechtlicher Dignität ausstattet, nämlich Gleichverteilung der Lasten über die Generationenfolge. Wir hätten noch eine Minute für eine letzte Frage, eine letzte kurze vielleicht. Ja, sie ist sehr groß. Wir müssen mal schauen. Ah, okay. Es geht jetzt um die Gegenwart, aber sie bestimmt dann auch unsere Zukunft, nämlich ums Impfen. Was der Ethikrat zur gesellschaftlichen Verantwortung von den Menschen sagt, die sich nicht impfen lassen wollen. Jetzt machen Sie aber hier in der letzten Minute tatsächlich ein großes Fass auf. Wird vielleicht ein bisschen schwierig. Genau, ich glaube, wir haben es ja auch sehr viel in den Medien und überhaupt in der Gesellschaft diskutiert. Der Ethikrat, also ich spreche jetzt mal für mich, aber diese Meinung wird sicherlich von vielen im Ethikrat geteilt, es ist wichtig, wir alle tragen eine Verantwortung, nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und insofern ist Impfen ein Thema, wo man also eben nicht nur über sich selber nachdenken sollte. Das muss man natürlich im Hinblick auf Nebenwirkungen, ob man das möchte oder nicht. Aber man sollte wirklich auch einbeziehen, was man für andere damit tut, wie man sich schützt. Und auch, dass wir ja dann zu einem schnelleren Ende von Maßnahmen kommen, ja, von einschränkenden Maßnahmen. Und insofern gibt es also eine moralische Impfpflicht. Aber der Ethikrat sagt auch ganz klar, es gibt keine tatsächliche Impfpflicht, die jetzt irgendwie gesetzlich implementiert werden kann. Es kann sich jeder frei entscheiden. Und wir werben dafür, dass man sich da gut informiert. Es gibt so viele Quellen und nicht alle sind immer zuverlässig, aber es gibt gute Quellen und es gibt eine gute Sicherheit im Moment, wenn man die wissenschaftlichen Publikationen sich anschaut. Und insofern, ja, gibt es doch schon so eine, also man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und es überdenken und nicht einfach nur ignorieren, das sollten wir uns alle nicht leisten. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Fragen. Wir machen hier einen Punkt mit Blick auf die Uhr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bis an dieser Stelle. Schön, dass Sie dabei waren beim 82. Zeitforum Wissenschaft. Bedanken wir uns bitte am Schluss alle noch mal ganz herzlich bei unseren Referenten, die ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Vielen Dank an Professor Marianne Reeb, Expertin für Mobilität der Zukunft bei der Daimler AG. Vielen Dank an Professor Susanne Schreiber, stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats. Vielen Dank an Professor Peter Strohschneider, Leiter der Zukunftskommission Landwirtschaft, deren Papier man wirklich mal durchlesen sollte. Ich kann Sie nur dazu ermutigen. Vielen Dank und bitte noch mal einen ganz herzlichen, die Zusammenfassung ist auch schon sehr lesenswert, einen ganz dicken Applaus dafür, dass die Experten ihre Zeit mit uns geteilt haben.